Wie soll ich es zusammenfassen? Angst kann ein irreführendes Gefühl sein. Was aus der Ferne beängstigend aussieht, ist es aus der Nähe betrachtet oft gar nicht. Dinge machen uns Angst, weil wir darauf konditioniert sind. Menschen mit Masken, dunkle, unbekannte Orte. Pass auf, dass nur der Container und ich im Bild sind. Die Aufgabe wirkte gar nicht so kompliziert. Schreibe 1500 Wörter über das Darknet. Wie bin ich dann hier gelandet? Mit zwei Krypto-Anarchisten ohne Gesicht in einem nicht registrierten Container am Rande Berlins? Meine Finger filmst du nicht. Niemals. Hier möchte ich etwas bauen, das die gesicherten Sprachverbindungsstandards des US-Militärs verwendet, aber für jeden zugänglich ist. Man könnte dann ein kleines Gerät anstecken, mit dem Sprache auch über normale Telefonleitungen verschlüsselt wird. Wem würde so ein Chip helfen? Untergetauchten Terroristen oder Revolutionären in einer Diktatur? Als Jugendlicher habe ich 1984 gelesen. Auf gewisse Weise war Orwell ein Visionär, aber gleichzeitig sehr optimistisch, weil er die Entwicklungen, die es gerade gibt, gar nicht vorhersehen konnte. Aus technologischer Sicht ist es also schon viel schlimmer. Das führt dazu, dass die Gesellschaft ein absoluter Überwachungsstaat ist. 1984? 1984 wurde ich geboren. Das da bin ich. Es war das Jahr, das Orwell als den Anfang vom Ende unserer Privatsphäre vorausgesehen hat. Eine Welt, in der Big Brother ständig zusieht. Dem aber hat niemand allzu viel Beachtung geschenkt. Schließlich war es dasselbe Jahr, in dem Macintosh den ersten Computer in die Wohnzimmer der Welt brachte. Schon ein Jahrzehnt später klebte meine Generation am Bildschirm. Wir haben erst vor kurzem auf unserem PC das Internet installiert. Und seitdem habe ich meine Kinder nicht mehr vom PC weggebracht. Wir sind süchtig danach geworden. Es geht darum, wie es unser Leben verändert hat. Es begann mit Spielen, Chats, E-Mails und sogar Filmen. Unsere Geschmäcker entwickelten sich mit dem Internet. Meine erste Liebe, meine zweite Liebe, meine dritte. ICQ, Facebook, Google, Twitter. Bis ich erwachsen war, hatte ich so viel Zeit online verbracht, dass ich nie auch nur daran gedacht hätte, dass es da noch eine andere Seite gibt, das Deep Web. Ich hatte keine Ahnung, wie ich es finden könnte. Also habe ich das getan, was jeder tun würde. Ich habe es gegoogelt. Was lauert unter der Oberfläche des Internets? The Deep Web. Was genau ist das? Es ist ein sehr vager Begriff. Es umfasst alles, was nicht von Suchmaschinen indexiert wird. Alles klar, mit Google würde ich also nicht weit kommen. Hier ein Größenvergleich. Die Oberfläche des Internets ist die Spitze des Eisbergs. Die Spitze des Eisbergs? Die Mehrheit der Nutzer kann nur auf 1% der Informationen zugreifen, die das World Wide Web zu bieten hat. Der Rest nennt sich Deep Web. Das Deep Web ist also wie eine nicht zugängliche Datenmülldeponie. Banken, Regierungen, Unternehmen. Und dann gibt es die unsichtbare Ecke. Es gibt das normale Internet und dann gibt es das Darknet. Ein unterirdisches System anonymer Websites, die unauffindbar sind. Was ist Darknet? Was ist das Darknet? Jahrelang hatten es Menschen, die gewisse Dinge im Geheimen tun wollten, Drogen oder gestohlene Waren kaufen, sehr schwer, das in der echten Welt zu tun. Denn in der echten Welt muss man den Verkäufer treffen und ihn irgendwie bezahlen. Beim Darknet sprechen wir von einem ganz neuen Marktplatz. Einer, an dem die Identität des Käufers, des Verkäufers und sogar des Geldes selbst vor den Behörden geheim gehalten wird oder vor jedem anderen, der versucht, Verbrechern auf die Spur zu kommen. Man kann Geld waschen, Auftragsmörder engagieren, Waffen kaufen. Viele kaufen im Deep Web gefälschte Ausweise. Es gibt Websites, die Green Cards, Führerscheine und Pässe anbieten. Die Absichten mancher Nutzer sind aber düsterer, zum Beispiel Menschenhandel oder Drogenexport.
Siehst du, das ist ein Betriebssystem für Hacker. Kein Windows oder etwas in der Art, ein Betriebssystem, das speziell fürs Hacken geschaffen wurde. Tel Aviv ist ein Drehkreuz für Leute, die mit Cybersicherheit zu tun haben. Es war also nicht schwer, Danno Cohen zu finden, ein Hacker für die Guten. Das Erste, was Danno mir zeigte, war, wie verletzlich und ungeschützt jeder ist, der sich im offenen Netz bewegt. Siehst du, das ist der Netzwerkschlüssel. Unglaublich, oder? Jetzt stell dir vor, dass all deine Geheimnisse, deine Bankpasswörter, dein Gmail, Facebook, all deine privaten Unterhaltungen, all das wird mit einem Klick öffentlich gemacht. Wir kreisen um den Block und Danno könnte sich praktisch in jeden Computer im Umkreis von 100 Metern hacken. Und genau wie ein Hacker verwendet die Polizei ähnliche Tools, um Verbrecher zu finden. Spricht man im offenen Netz über einen Drogendeal, gibt es Systeme, die automatisch das Netzwerk durchkämmen. Polizei ist genügend da und schon gibt es eine Befragung. Im Darknet gibt es nichts, was jemanden abhalten könnte, fast alles zu tun. Was genau ist das Darknet? Man installiert eine Software, die im Wesentlichen alle Aktivitäten verbirgt. Du brauchst die Software Tor. Tor. Das steht für The Onion Router. Es ist eine Software der US Navy. Wie funktioniert Tor? Es nimmt Daten und lässt sie über viele verschiedene Datenknoten rund um die Welt springen. So kann keine Person oder Behörde sehen, woher die Daten kommen oder wohin sie gehen. Will man online unsichtbar sein, gibt es nichts Besseres als Tor. Es schien unglaublich. Im Schutz absoluter Anonymität, im eigenen Wohnzimmer, zwischen zwei Folgen seiner Lieblingssendung auf Netflix, könnte jeder das perfekte Verbrechen begehen, ohne dass es irgendjemand mitbekommt. Es dauerte nur Sekunden, Tor runterzuladen. Die Tür zum Darknet stand weit offen. Goodness, it is quite extraordinary. Such a large rabbit hole. I'll just take a look inside. The question was, bloß, wohin? Meine erste Station war das Hidden Wiki. Es sah nicht wirklich anders aus als die normale Wikipedia-Seite. Nur die Inhalte waren etwas, ich weiß nicht, seht selbst. Drogen, jede Menge Drogen. Gras, Kokain, Heroin, Crystal Meth. Anonymität ist etwas Kompliziertes und Seltenes. Und Tor ist das, was einen am nächsten dorthin bringt. Müsste ich etwas Illegales tun, würde ich es über Tor machen. Und die Liste geht weiter. Auftragsmörder, Angebote, Politiker zu töten. 65.000 für den Mord an einem Journalisten? Mehr bin ich nicht wert? Die Welt steht offen, nichts kann einen aufhalten. Kein Recht, keine Ordnung, keine Gerechtigkeit, nichts. Deshalb ist Tor gefährlich, sehr gefährlich. Drogen und Waffen bewegten sich jedoch nur am seichten Rand des Darknet Pools. Es gab jede Menge Gruppen und Foren für Menschen mit düsteren Bedürfnissen. Die Neonazis hatten ihre eigene Ecke. Dann waren da die Typen, die auf Tierquälerei stehen. Snuff-Filme. Pädophile. Das Bizarrste, über das ich gestolpert bin? Das Cannibal Café. Ernsthaft? Ich habe Polizisten getroffen, die sich verzweifelt die Haare rauften. Wir wissen nicht, was wir mit dem Zeug tun sollen. Ein Albtraum. Ein virtuelles Sodom und Gomorra. Oh ja, es sah nach einem Albtraum aus. Wenn sich die Regeln des Spiels änderten, was tat dann die Polizei, um dem nachzukommen? Hatte sie überhaupt eine Chance? Mich interessiert, wie das Darknet die Kriminalität verändert hat. Das Gesicht der Kriminalität hat sich verändert. Die Kriminalität verlagert sich von der physischen in die Online-Welt. Und warum? Ganz einfach. Weil die Leute denken, dass sie online anonym sind und Verbrechen begehen können, ohne gefasst zu werden. Wenn du ins Darknet gehst, und ich nehme an, dass du das schon getan hast, findest du Menschen, die XYZ kaufen wollen. Es ist aber illegal, das meiste davon zu besitzen oder zu verkaufen. Egal ob Drogen, Waffen, Kinderpornografie oder bestimmte Dienstleistungen. Von Computerviren und Hackern bis hin zu Auftragsmördern. Rente Hacker,
Die Liste der Cyberbedrohungen ging weiter und ich fragte mich, ist es an sich schon ein Verbrechen, seine Identität online zu verbergen? Dieses Thema der Anonymität, sehen Sie es als etwas Schlechtes, etwas Gutes oder ist es Ihnen gleichgültig? Unser Job ist es, das Gesetz durchzusetzen. Die Aufgabe der Gesetzgeber ist es, gesellschaftliche Normen festzulegen. Ich finde, es steht mir nicht zu bestimmen, ob eine Person anonym bleiben darf. Anonymität lässt die Menschen denken, dass sie Verbrechen begehen können, ohne gefasst zu werden. Und das finde ich falsch. Und es stimmt auch nicht. Ist es also nur Wunschdenken anzunehmen, dass wir online auch nur irgendetwas verbergen können? Kann die Polizei wirklich jeden, der sich im Darknet versteckt, finden? Ich musste lange suchen und einige unangenehme Fragen stellen, bis ich jemanden aus der digitalen Unterwelt fand, der bereit war, sich mit mir zu treffen. Aber wo konnten wir uns treffen? Vielleicht hatte ich zu viele Filme gesehen, aber eine verlassene Lagerhalle wirkte irgendwie angemessen. Ich bin eine sehr normale Person, das stimmt. Alt genug, um Großmutter zu sein. Dass das Darknet düster ist und all das, was über Pornografie und Drogen gesagt wird, schlussendlich ist es einfach ein Medium. Es ist ein Markt wie jeder andere, wenn auch ein Schwarzmarkt. Aber es ist einfach ein Medium. Ich sehe es als etwas sehr Positives, sofern man sich an seine eigenen Prinzipien hält. Ich suche nicht nach Pornos oder Glücksspielen, weil sie mich nicht interessieren. Aber Auftragskiller? Vielleicht. Ich war sauer, weil ich ein bestimmtes Produkt nicht dort kaufen konnte, wo ich wollte. Ich habe im Internet gesucht und den Tor-Browser gefunden. Ich öffnete ihn und sah mich um. Es ist eine faszinierende Welt. Da gibt's ein Pulver, mit dem man Hasch selber machen kann. Das machen viele. Kokain? Auch Kokain. Ärzte verschreiben Ritalin. Wieso sollte man Kokain also illegal bestellen? Das macht dich wütend? Dafür gibt es keinen Grund. Es ist eine Plattform. Sie bieten einfach ihre Waren an. Lilly war natürlich kaum die Art Person, die ich geglaubt hatte zu treffen. Sie sah mehr wie eine Freundin meiner Mutter aus, als wie jemand, der im Darknet surfte. Aber ehrlich, macht es dir keine Angst? Beängstigend ist, was man damit tun kann. Man kann schlimme Dinge damit tun, das stimmt. Aber das Darknet an sich ist nicht beängstigend. Ich bin eher skeptisch Menschen gegenüber, die meinen, es gibt keinen Grund, Angst zu haben. War das Darknet wirklich nur das Schwarzmarkt-Äquivalent von eBay? Technologien haben immer zwei Seiten. Es kommt darauf an, wie man sie verwendet. 3D-Drucker zum Beispiel. Roy Cesana hatte eine 3D-Waffe gedruckt. Das Modell hatte er aus dem Darknet heruntergeladen. Die Waffe hat er dann auf eine Kundgebung eines israelischen Politikers geschmuggelt. Das Witzige daran, sagte er, war die Tatsache, dass alle einfach nur zuschauten. Die Entwicklung der schnellen und personalisierten Herstellung ist drastisch. Im Englischen nennt man es Rapid Manufacturing. In der Vergangenheit konnte man gewisse Dinge nur in riesigen Fabriken herstellen, die einige Millionen Dollar kosteten. Heute kann jeder diese Maschinen zu Hause haben. Einen 3D-Drucker, mit dem man eine Waffe drucken kann, hat man zu Hause. Aber nicht jeder kann einfach so eine Waffe drucken. Man muss das Modell irgendwo runterladen. Und woher kommt es? Aus dem Darknet. Hat man es einmal heruntergeladen, kann man es sich am Bildschirm ansehen und dann nach Belieben den Bolzen hierhin und den Abzug dahin geben und so eine etwas bessere Waffe gestalten. Hier ist das untere Verschlussgehäuse. Es hat keine Seriennummer und es gibt keinen Background-Check. Und wenn jemand eine wirklich bessere Waffe geschaffen hat, wird er sie wieder ins Netz stellen. Eine Geisterwaffe. Wir können eine Entwicklung hin zum De-Skilling beobachten. Man muss immer weniger wissen und können, um bestimmte Dinge zu tun. Sie wollen zu Hause chemische Verbindungen synthetisieren? Sie können ein Modell downloaden, das dem Drucker sagt, wie die Chemikalien gemischt werden müssen, um eine chemische Reaktion auszulösen und Morphium, Valium, Marihuana, Schießpulver oder Cyanid herzustellen. Eine Maschine macht das dann ganz allein, zu Hause. Aber es gibt auch noch die andere Seite. Pharmaunternehmen verkaufen Medikamente zu astronomischen Preisen und Patienten können sie sich nicht leisten. Menschen, die also zum Beispiel Anleitungen für die Eigenproduktion von Medikamenten verbreiten können, werden das ab dem nächsten oder übernächsten Jahrzehnt tun.
Wie bei der 3D-gedruckten Waffe wird es Verbesserungen geben. Jeder auf dieser Welt wird an dieser riesigen Revolution des Informationsaustausches und des Zusammenschlusses neuer Ideen teilnehmen. Das Darknet kann ein Ort sein, an dem sich alle alten Ideen vermischen. Wie Matt Ridley sagt, die Ideen schlafen miteinander und neue und unglaubliche Ideen werden geboren. Das Erschließen neuer Ideen geschieht nicht über normale Informationskanäle, denn wahrhaft große Kämpfe setzen immer kreative Zerstörung voraus. Und darin liegt die Bedeutung des Darknet. Es stellt ein Mittel zur Bündelung von Informationen dar. Und diese Informationen können eine Revolution mit sich bringen. Revolutionen, die sich zusammenbrauen? War das nicht genau das, was Machthaber grundsätzlich verhindern wollten? Das Darknet hatte schon die Aufmerksamkeit der US-Regierung auf sich gezogen. Das FBI hat das Wespennest erfolgreich zerschlagen. Wir sind dabei, die Verantwortlichen zusammenzutreiben und zur Verantwortung zu ziehen. Das Pentagon hatte ein Team an Bord geholt, das illegale Aktivitäten katalogisieren sollte. Alejandro und Amanda sind Teil dieses Teams. In gewisser Weise sind wir Hacker zu mieten. Unsere Aufgabe ist es, das richtig schlimme Zeug im Darknet zu finden, damit Pädophile gefunden werden können und Menschen, die... Auftragsmörder, wenn es die gibt. Auftragsmörder und das ganze Zeug. Wir kommunizieren das dem Tor-Projekt und manches davon den Behörden. Denn die Entwickler von Tor wollen ja auch nicht, dass Kinder ausgebeutet werden. Das muss man ganz klar sagen. Findet ihr, dass manche Dinge es verdient haben, im Dunkeln bleiben zu dürfen, oder muss alles ans Licht kommen? Das ist eine gute Frage. Ich meine, in gewisser Weise ist Anonymität extrem wichtig. Ich denke, es gibt gewisse Dinge, ich meine, es gibt schlechte Menschen da draußen. Es gibt schlechte Menschen, vor denen manche Nutzer lieber ihre Anonymität wahren wollen. Und dann gibt es schlechte Menschen, die diese Anonymität zu falschen Zwecken ausnutzen. Ich finde, dass Anonymität wichtig ist. Ich würde nicht wollen, dass absolut alles entanonymisiert wird. Aber wieso? Wieso ist Anonymität wichtig? Es geht um... das Prinzip der Privatsphäre. Es geht um das Prinzip der Privatsphäre. Und warum brauchen wir das? Das klassische Beispiel, das Tor hier immer verwendet, sind diktatorische Regime. Und das ist kein theoretisches Argument. In der Geschichte hatte jeder revolutionäre Fortschritt seine Anfänge im Untergrund. Wenn ich darüber nachdenke, zum Beispiel, sagen wir, in irgendeinem futuristischen, apokalyptischen Szenario richtet sich die Regierung meines Landes gegen mich. Und ich will Teil der Gegenbewegung sein. Ich würde wollen, dass es etwas wie Tor gibt. Das war so ziemlich das Letzte, das ich von einem Mitarbeiter der US-Regierung erwartet hatte. Dass sich sogar in ihren Hinterköpfen ein Big Brother-Szenario abspielte. Eine Vorstellung, die man eher von Anarchisten erwarten würde. Statt Privatsphäre gibt es nur Erlaubnis. Es geht um Kontrolle, richtig? Es geht um die schrittweise Auslöschung der Freiheit. Das ist Julia Turianski, selbsternannte Anti-Staatspropagandistin. Hört auf, mich zu überwachen. Die Staatlichkeit ist tot. Beginnt mit mir eine Affäre mit der Freiheit. Privatsphäre, Kontrolle, Freiheit. Das waren die Schlagworte einer kleinen Gruppe, die sich für neue Alternativen für ein kaputtes System einsetzte. Die Menschen haben schnell Angst vor Neuem. Und das alles sind neue Konzepte. Hacker, Anarchisten, Darknet, sie klingen fremd. Das waren die Krypto-Anarchisten, Technophile, die sich zu Beginn des Internetzeitalters zusammentaten, die Cypherpunks. Was ist ein Cypherpunk? Kryptografie-Aktivisten, die an Privatsphäre für alle glauben. Es waren die Cypherpunks, die für die allererste Version eines Darknets verantwortlich waren. Sie nannten es das Blacknet. Die Amerikaner sind nicht bereit zu akzeptieren, dass sie in einem elektronischen Polizeistaat leben. Wenn es jemanden gab, der mir sagen könnte, was es war, das ich am Darknet nicht verstand, dann sie. Und sie alle trafen sich am Institut für Kryptoanarchie in Prag. Probe
Parallel Nepolis steht für Mittel und Wege, unsere Freiheiten gegen autoritäre Tendenzen in politischen und sozialen Einrichtungen zu beschützen. Es tut mir leid, du darfst diese Leute nicht fotografieren, okay? Als ich die Hacker-Konferenz betrat, hatte ich absolut keine Ahnung, was gleich passieren würde. Ich drehte sogar eine Runde um den Block, bevor ich das Gebäude betrat. Und als ich endlich ein paar Teilnehmer fand, die bereit waren, vor der Kamera zu sprechen, taten sie das nur unter bestimmten Bedingungen. Wenn du bereit bist, setz dich dahin. Wieso diese Maske? Ich finde es heutzutage sehr wichtig, seine Privatsphäre zu wahren. Und da draußen gibt es jede Menge Gesichtserkennungstechnologien. Wir leben in einer Zeit, in der automatische Computeralgorithmen sämtliche Medien nach Gesichtern durchsuchen. Und ich will nicht, dass mein Gesicht überall auftaucht. Wenn du dich mit mir treffen willst, mich sehen willst, komm und triff dich persönlich mit mir. Ich bin nicht so der Medientyp. Wie nennst du dich selbst? Wie identifizierst du dich? In diesem Umfeld kannst du mich Smuggler nennen. Und wie nennt dich deine Mutter? Das werde ich dir nicht sagen. Frag meine Mutter. Der Grund, warum wir Privatsphäre wollen, ist im Wesentlichen der, dass sie uns freies, menschliches Handeln nach unserem eigenen Willen ermöglicht. Menschen entwickeln sich, wenn sie ihren eigenen Verstand benutzen, ihre eigenen Entscheidungen treffen, gut oder schlecht, und sich mit den Konsequenzen auseinandersetzen. So wachsen wir. Man muss Mist bauen dürfen, ohne dafür heruntergemacht zu werden. Und wenn jemand auf dich herabsieht, wenn du Angst haben musst, wenn du leise sprechen musst, wenn es um bestimmte Dinge geht, dann verhinderst du die menschliche Entwicklung, die menschliche Evolution. You are squeezing out human development, human evolution. Ich glaube, heutzutage gibt es eine viel subtilere Form des Totalitarismus. Nach außen hin hat man all diese Freiheiten. Man darf anziehen, was man will, tun, was man will, man kann schwul sein. Das ist alles okay. Wir sind freie Menschen. In früheren totalitären Systemen war den Menschen viel bewusster, dass sie nicht frei waren. Und heute ist man ist dieser glückliche Konsument, der sich all die Filme auf Netflix ansehen kann, aber sobald man wirklich versucht, das System ein bisschen zu verändern, wird man angegriffen. Und alle sagen nur, was ist dein Problem? Like mich auf Facebook. Wenn wir zu Hause vor unseren eigenen Computern sitzen, sind wir in einer Umgebung, die wir normalerweise mit Privatsphäre verbinden. Aber eigentlich rufen wir alles einfach laut in die Welt hinaus. Ohne uns selbst zu schützen, haben wir unseren privaten Lebensraum für die Welt geöffnet. Und deshalb sage ich, seid vorsichtig. Das, was du hier tust, würdest du nicht tun, wenn es dir wirklich bewusst wäre, weil du so in keinem anderen Bereich deines Lebens agierst. Ich habe nie wirklich auf Privatsphäre geachtet. Wenn ich eine App auf meinem Handy öffne, denke ich nicht darüber nach, wo die Daten landen könnten. Facebook, Google sind Überwachungssysteme. Wann immer man ein Produkt verwendet, das nichts kostet, muss die Firma trotzdem irgendwie ihre Angestellten bezahlen. Das bedeutet also, dass du gar nicht wirklich der Kunde bist, denn du bezahlst sie nicht. Du bist das Produkt. Ich werde nicht aufhören, Facebook zu verwenden. Ich werde nicht aufhören, Google zu verwenden. Nicht, bevor sie anfangen, Menschen zu verfolgen und zu töten. Die Vorstellung, dass meine Generation plötzlich aufhört, soziale Medien zu verwenden, wirkte ein bisschen verrückt. Diese Ansicht teilten auch meine Freunde. Ja, es ist beschissen, wenn man nicht einfach sagen kann, was man will. Ich denke, ich habe es akzeptiert, dass ich überwacht werde. Ich mache nichts Illegales. Nicht im Internet. Wenn ich nichts zu verbergen habe, wieso sollte ich dann Angst haben? Ich überlege gerade, ob ich etwas zu verbergen habe. Deine Privatsphäre wird nicht in dem Moment verletzt, in dem jemand ein Foto von dir macht und es online postet. Sie wird in dem Moment verletzt, in dem jemand an diesen Fotos Interesse hat und sie speichert. Das ist das Vergehen. Wenn jemand deine Daten nimmt und sie speichert, weil er vielleicht Verwendung dafür hat, und dieses bedrohliche Vielleicht haben wir alle im Unterbewusstsein.
Jeder tut falsche Dinge. Vielleicht betrügst du deine Frau oder du warst bei einer Party betrunken und es gibt da dieses Foto von dir. Und diese Information kann dann verwendet werden, um entweder ein Gesetz durchzusetzen, das davor nicht durchgesetzt wurde, oder um dich öffentlich zu erpressen. Wenn man keine Privatsphäre hat, keine Anonymität, dann hat man immer Angst, dass jemand irgendetwas sehen könnte. Jemand, der einen entweder körperlich schädigen oder schlechte Dinge über einen verbreiten oder einen blamieren könnte. Scham ist bei Menschen so etwas wie eine Massenvernichtungswaffe. Was müssen wir also tun, um unsere Freiheit zu wahren? Masken tragen? Während dieser 3D-gedruckten Modeschau dachte ich darüber nach, wie paradox es ist zu denken, dass wir nur im Verborgenen wirklich frei sein können. Besonders im Westen, wo wir so daran gewöhnt sind, alles preiszugeben. Ich war während des arabischen Frühlings in Kairo, zur selben Zeit, als Shira Frankel über die dramatischen Ereignisse dort schrieb. Jetzt schreibt sie für BuzzFeed über Verschlüsselungstechnologien wie Tor. Im Westen haben wir diese Vorstellung, dass das Dark Web dunkel und böse ist, während es im Rest der Welt gar nicht Darknet genannt wird und auch nicht als diese Brutstätte des Bösen betrachtet wird. Es wird als Ort gesehen, an dem Informationen frei und sicher ausgetauscht werden können. Ich habe Aktivisten in Ländern in Afrika und im Nahen Osten getroffen, die es als einen ihrer letzten Zufluchtsorte sehen. Und wenn ich ihnen sage, dass es in den USA das Darknet genannt wird, dass Politiker es so nennen, dann lachen sie. Sie finden das verrückt. Sie sagen, aber dort sind wir sicher, dort reden wir. Dort kann ich selbst und trotzdem sicher sein. In großen Teilen der Welt reicht es aus, online man selbst zu sein und verhaftet zu werden. Für diese Menschen, die wissen, dass sie online nicht sicher sind, wenn sie einfach E-Mails schreiben oder Facebook-Gruppen beitreten. Für sie können Verschlüsselungstechnologien zum Lebensretter werden. Ich konnte das Bedürfnis nach dem Darknet in diktatorischen Regimes verstehen. Aber Freiheit ist doch ein wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaften, oder nicht? Wir befinden uns heute an einem Scheideweg zwischen zwei konkurrierenden Regierungssystemen. Einerseits das, in dem der Big Brother das Leben der Bürger kontrolliert, und auf der anderen Seite die Herrschaft der Massen. Die Regierung versucht, ihre Bürger und sich selbst zu schützen. Um das zu tun, muss sie die Bedrohung durch die Wölfe, die Bösen, die Terroristen aufhalten. Die, die die Regierung mit Gewalt zu Fall bringen würden. Und von Zeit zu Zeit jene, die das ohne Gewalt tun würden. Die Frage ist, wie kann die Regierung Terroristen und Verbrecher aufhalten, ohne die Meinungsfreiheit zu beeinträchtigen? Auf diese Frage gibt es immer noch keine gute Antwort. Was tut man, wenn man die Pflicht hat, seine Bürger zu beschützen und eine derart große Bedrohung erkennt? Man wird hysterisch und beginnt, jeden Einzelnen zu überwachen. Denn selbst wenn einem ein einziger Terrorist entgeht, weiß man, dass die Gefahr, die er darstellt, so groß ist, dass das ganz einfach nicht passieren darf. Wenn ein Terrorist reicht, um uns hysterisch zu machen, dann reichen 19 Terroristen, um die Welt in Aufruhr zu versetzen. Wenige Monate nach dem 11. September hat der US-Kongress den Patriot Act erlassen und die NSA begann mit Massenüberwachungsprogrammen, die sie schon seit Jahren wollte. Ich nehme die Bedrohung, die der Terrorismus darstellt, ernst. Ich denke, das tun wir alle. Erst nach einem Jahrzehnt deckte Snowden auf, dass die NSA nicht nur Terroristen überwacht hatte. Sie hatte das auch bei Millionen unschuldiger Amerikaner getan. Ich finde es wirklich unehrlich, dass die Regierung Programme rechtfertigt, die uns nicht bewiesenermaßen beschützen, uns aber Freiheiten kosten, die wir eigentlich nicht aufgeben müssten. Als ich in die USA kam und mit den Menschen über Snowden sprach, haben viele nur gemeint, was erwartest du? Natürlich tut die Regierung das. Natürlich beobachten sie uns. Ich finde das interessant. Auf der einen Seite gab es da diese Dateien, diese Dokumente, die wir nie zuvor zeigten, wie uns die Regierung ausspionierte. Und gleichzeitig zuckten die Amerikaner nur so mit den Schultern. So what?
Sie sagen, dass sie die Informationen wollen, weil es gut für einen ist. Da gibt es aber ein Problem. Erstens, sammeln sie einfach alles, was sie können, weil sie es können. Und ehrlich, wenn man in der Regierung ist, diese Art Beruf ausübt, dann stehen die Chancen sehr gut, dass man eine Tendenz zur Kontrolle hat, psychologisch gesehen. Sie mögen Kontrolle. Sie wollen denken, etwas Schlimmes könnte passieren, wenn wir das nicht kontrollieren. Aber es kann immer etwas Schlimmes passieren. Wenn das der Maßstab ist, dann gibt es keine Grenzen. Aus internen NSA-Memos geht hervor, dass die US-Regierung und die NSA begonnen hatten, Material in Umlauf zu bringen, das zeigt, wo die Schwächen mancher Menschen liegen. Nicht von Terroristen, sondern von muslimischen Predigern. Wenn sich die Regierung mit den Schwächen muslimischer Prediger beschäftigt, auf einen zeigt und sagt, der sieht sich im Internet Pornos an, dann hat die Regierung plötzlich einfach so die Macht, den Ruf und die Glaubwürdigkeit eines jeden zu ruinieren, mit dessen Meinungen sie nicht konform gehen. I have a dream that one day this nation will rise up. Vielleicht würden sogar die wichtigsten Prediger wie Martin Luther King darüber stolpern, der übrigens seine Frau betrog und Gras rauchte. Wenn er heute am Leben wäre und versuchen würde, dieselbe Bürgerrechtsbewegung für Schwarze in Amerika wieder in Gang zu setzen, die Regierung könnte ihn ganz einfach ausschalten. Und wenn das bei jedem einfach so passieren kann, was passiert dann mit dem Staat, wenn gegnerische Meinungen nicht gehört werden? Wenn es keine Demokratie gibt, die die Regierung dazu bringen kann, den Kurs zu ändern und sich in eine stabilere Richtung zu bewegen, das wäre ein erschreckender Zustand. Wäre das der Fall, wo könnte der nächste Martin Luther King dann seine Botschaft verbreiten? Für die Krypto-Anarchisten in Prag war die Antwort klar: im Darknet. Für sie war das Verbreiten der Botschaft aber nur der erste Schritt. Der nächste war es, Systeme aufzubauen, die fern jeglicher Kontrolle durch die Regierung liegen. Krypto-Anarchisten sind Anarchisten, die glauben, dass es möglich ist, mit Kryptographie ein freies Territorium, umgeben von schützenden Mauern, zu kreieren. Da können sie sich kryptografisch austauschen, sie können kryptografische Währungen verwenden. Sie können sich zu einem hohen Grad ein eigenes Reich schaffen, in dem sie leben können. They can create, to a very considerable extent, a separate realm in which they can live. Aber wie würde dieses eigene Reich funktionieren, wenn wir immer noch komplett vom Staat abhängig sind? Der Staat schafft jede Menge Bürokratie, unsinnige Arbeit, die man jeden Tag tun muss, wie in Büros gehen, Steuern zahlen und so weiter. Aber Staaten befriedigen auch grundlegende Bedürfnisse, wie Sicherheit, Straßen und alles. All diese Dinge können auch privat mit dezentralen Mitteln bewerkstelligt werden. Alles kann von globalen Anbietern zur Verfügung gestellt werden oder von einem Anbieter aus einem ganz anderen Land. In dieser Umgebung machen nationale Grenzen keinen Sinn, denn im Deep Web ist es absolut egal, woher du kommst. Ist also diese Alternative zum Staat, die im Deep Web heranwächst, ein Aufruf zur Revolution? Mit diesem Gedanken im Hinterkopf habe ich es endlich geschafft, mich mit Julia Turjanski zu treffen. Ihr ruft, beweist, dass Anarchie funktioniert, und wir sagen, willkommen in der Anarchiebevölkerung der Welt. Würden Ihre Vorstellungen bei einem Gespräch bodenständiger klingen? Menschen brauchen jemanden, der sie führt. Sie müssen bis zu einem gewissen Grad gesteuert werden. Aber der Unterschied ist, dass man ihnen das nicht aufzwingen darf. Solange man aussteigen und weggehen kann, ist das mit einer anarchistischen Weltanschauung moralisch vereinbar. Ich bin also nicht naiv. Ich denke nicht, dass es einen großen Zusammenbruch geben wird und dass wir hier in herrlicher Anarchie leben werden. Ich denke, es geht darum, diese kleinen Gemeinschaften aufzubauen und Orte zu finden, an denen man aussteigen kann. Orte, die immer vielfältiger und verstreuter und leichter zugänglich werden.
Eines der Systeme, das die Community der Kryptoanarchisten verwendet, um sich dem System zu entziehen, ist Bitcoin. Eine Kryptowährung, die es ermöglicht, online anonyme Geschäfte zu machen. Sobald man eine virtuelle Währung hat, ist es nicht mehr weit bis zur Gründung virtueller Staaten. Gestern gab es einen Vortrag zur BitNation, ein Projekt, bei dem Dinge geboten werden können, die normalerweise nur von Regierungen und Staaten geboten werden. Durch Bitcoin entsteht eine neue Welt, in der Tausende und Millionen Nationen um Kunden buhlen, indem sie immer bessere Dienstleistungen anbieten. Es ist eine Welt, in der jeder frei wählen kann. BitNation ist eine Nation. Sie verbindet Menschen, die ähnliche, vertraute Werte haben. Aber dazu braucht es keinen gemeinsamen Staat. Ich würde Bitcoin einen staatenlosen Staat nennen. Wenn man das Konzept der Regierung vom Konzept des Territoriums löst, muss man keine Angst um seine eigenen Regierungsgrundsätze haben. Neben dem staatenlosen Staat würden Online-Kryptomärkte für Alltagsgüter entstehen, die familienfreundliche Variante dessen, was ich schon im Darknet gesehen hatte. Es wird dezentralisierte, anonyme Kryptomärkte geben. Für die Regierung wird es annähernd unmöglich sein, diese Märkte stillzulegen. Das Finanz- und Sozialsystem werden zusammenbrechen. Es gibt keinen vernünftigen Ansatz dafür, wie das Sozialsystem überleben könnte, vor allem, wenn es so viele alte Menschen gibt und nur wenige junge, produktive Menschen. Deshalb glaube ich, dass das Sozialsystem der Regierung zusammenbrechen wird. Das könnte also ein guter Moment sein, um etwas komplett Neues zu beginnen. Die Regierung bricht zusammen, Parallelsysteme ersetzen sie. Die Kryptoanarchisten führen alles zurück auf die Cypherpunks und was diese im Jahr 1988 geschrieben hatten. Sehen Sie sich die Cypherpunks an und das, was sie geschrieben haben, bevor es die Technologien überhaupt gab. Und jetzt gibt es sie. Wie sehr die sich wohl freuen, sie hatten recht. Ihre Texte zu lesen fühlte sich ein bisschen an, als würde man eine Prophezeiung lesen. Privatsphäre ist ein notwendiger Bestandteil einer offenen Gesellschaft im elektronischen Zeitalter. Alles, was sie vor fast 30 Jahren vorausgesagt hatten, passierte tatsächlich im Hier und Jetzt. Bitcoin, das Aufbauen eines anonymen Systems mit elektronischem Geld, WikiLeaks. Durch Kryptoanarchie wird mit Staatsgeheimnissen frei gehandelt werden. Das Darknet. Systeme, die anonyme Geschäfte ermöglichen. Kryptomärkte. Ein anonymer, computergestützter Markt wird es ermöglichen, mit illegalen und gestohlenen Gütern zu handeln. Sie sagten sogar die Reaktion voraus. Der Staat wird versuchen, die Verbreitung dieser Technologien zu verlangsamen und sich dabei auf die nationale Sicherheit berufen. Wann immer jemand etwas tut, das die Privatsphäre eines Individuums schützt, früher oder später spielen die Regierung oder regierungsnahe Medien eine dieser Karten aus und sagen, das ist schlecht, weil Terrorist oder das ist schlecht, weil Drogen. Diese Dinge sind schlecht. Es ist schlecht, Terrorist zu sein. Aber was die Regierung hier tatsächlich tut oder was die Gegner der Privatsphäre hier tun, ist, mit unseren Emotionen zu spielen. Okay, mal sehen. WikiLeaks, US-Regierung. Die Vereinigten Staaten verurteilen nachdrücklich die illegale Weitergabe geheimer Informationen. Es ist eine Bedrohung für unsere nationale Sicherheit. Wenn es zu einer Standardwährung wird, könnte das die Rolle der Zentralbanken radikal und drastisch verändern. Vor ein paar Jahren haben wir von der Underground-Website Silk Road erfahren. Ich werde auf höhere Finanzierung für den Kampf gegen Cyberdrogendealer drängen. Silk Road war ein Synonym für das Darknet. Bis die US-Regierung die Seite stilllegte, war sie der größte Markt seiner Art. Sie verkaufte Produkte im Wert von 1,2 Milliarden Dollar, vor allem Drogen. Der größte Strafprozess in der Geschichte des Internets findet heute ein Ende. Das Hirn der Website Silk Road wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Für die Kryptoanarchisten, die ich in Prag traf, war Ross Ulbricht keiner dieser großen Drogenbosse. Er war nur das sichtbarste Opfer der Bemühungen der Regierung, die Kryptomärkte im Darknet auszuschalten. Sie wollten ein Exempel statuieren. An der Geschichte der Cypherpunks und der Kryptoanarchie sieht man, dass sie eigentlich eines der ersten wirklichen Beispiele einer Gegenökonomie waren, und zwar mit großem Erfolg. Es gab einen Darknet-Markt, eine Art Anonymisierung, eine Art digitale anonyme Währung und es wurde sehr schnell sehr groß. Und das ist im Wesentlichen der Grund für die Brisanz von etwas wie Silk Road. Und ich denke, deshalb hat der Staat auch realisiert, dass es eine Bedrohung ist.
Silk Road war eine Bedrohung für den Status quo, eine Bedrohung für die Macht des Staates. Stell dir vor, dass es etwas in dieser Art nicht nur für Drogen gäbe, sondern auch für Nahrung, für Energie. Wenn alle Waren der Welt zu einem vernünftigen Preis am Schwarzmarkt erhältlich sind, verliert der Staat den Großteil seines Einkommens, den Großteil seiner Regulierungsfähigkeit, den Großteil seiner Fähigkeit, bestimmten Unternehmen den Vorzug zu geben. Und was passiert dann? Er würde seine Macht verlieren. Hätte ich die Wahl, dann würde ich auf Regierungen verzichten. Hätte ich einen roten Knopf, mit dem ich alle Regierungen, alle Staaten, alle nicht freiwilligen Organisationen sofort verschwinden lassen könnte, dann würde ich diesen Knopf auf der Stelle drücken. Keine Staaten, Regierungen oder Banken. Was würde passieren, wenn wir diesen roten Knopf drücken? Totales Chaos oder ein Neuanfang? Prag zu verlassen fühlte sich an, als würde ich von der Zukunft zurückkehren. Bloß erwartete mich in der Gegenwart ein unsanftes Erwachen. Anschläge in Paris, in den USA. Ein abgestürztes Flugzeug in Ägypten. Brauchten wir keinen stärkeren Schutz gegen diese Leute, auch wenn das bedeutete, ein bisschen Privatsphäre einzubüßen? Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit und gleichzeitig hundertprozentige Privatsphäre ohne jegliche Nachteile. Manchmal werden wir uns entscheiden müssen. Ich war in Washington und sprach mit etlichen Politikern. Das war direkt nach den Anschlägen in Paris und vor dem Attentat in San Bernardino in Kalifornien. Viele Politiker sagten, das Darknet ist schuld, Tor ist schuld, die Verschlüsselung ist schuld. Es gab viele Berichte darüber, wie die Attentäter von Paris miteinander und mit der IS-Führung im Irak. Wie soll ich es zusammenfassen? Angst kann ein irreführendes Gefühl sein. Was aus der Ferne beängstigend aussieht, ist es aus der Nähe betrachtet oft gar nicht. Dinge machen uns Angst, weil wir darauf konditioniert sind. Menschen mit Masken, dunkle, unbekannte Orte. Pass auf, dass nur der Container und ich im Bild sind. Die Aufgabe wirkte gar nicht so kompliziert. Schreibe 1500 Wörter über das Darknet. Wie bin ich dann hier gelandet? Mit zwei Krypto-Anarchisten ohne Gesicht in einem nicht registrierten Container am Rande Berlins? Meine Finger filmst du nicht. Niemals. Hier möchte ich etwas bauen, das die gesicherten Sprachverbindungsstandards des US-Militärs verwendet, aber für jeden zugänglich ist. Man könnte dann ein kleines Gerät anstecken, mit dem Sprache auch über normale Telefonleitungen verschlüsselt wird. Wem würde so ein Chip helfen? Untergetauchten Terroristen oder Revolutionären in einer Diktatur? Als Jugendlicher habe ich 1984 gelesen. Auf gewisse Weise war Orwell ein Visionär, aber gleichzeitig sehr optimistisch, weil er die Entwicklungen, die es gerade gibt, gar nicht vorhersehen konnte. Aus technologischer Sicht ist es also schon viel schlimmer. Das führt dazu, dass die Gesellschaft ein absoluter Überwachungsstaat ist. 1984? 1984 wurde ich geboren. Das da bin ich. Es war das Jahr, das Orwell als den Anfang vom Ende unserer Privatsphäre vorausgesehen hat. Eine Welt, in der Big Brother ständig zusieht. Dem aber hat niemand allzu viel Beachtung geschenkt. Schließlich war es dasselbe Jahr, in dem Macintosh den ersten Computer in die Wohnzimmer der Welt brachte. Schon ein Jahrzehnt später klebte meine Generation am Bildschirm. Wir haben erst vor kurzem auf unserem PC das Internet installiert und seitdem habe ich meine Kinder nicht mehr vom PC weggebracht. Wir sind süchtig danach geworden. Es geht darum, wie es unser Leben verändert hat. Es begann mit Spielen, Chats, E-Mails und sogar Filmen. Unsere Geschmäcker entwickelten sich mit dem Internet. Meine erste Liebe, meine zweite Liebe, meine dritte. ICQ, Facebook, Google, Twitter. Bis ich erwachsen war, hatte ich so viel Zeit online verbracht, dass ich nie auch nur daran gedacht hätte, dass es da noch eine andere Seite gibt. Das Deep Web.
Ich hatte keine Ahnung, wie ich es finden könnte. Also habe ich das getan, was jeder tun würde. Ich habe es gegoogelt. Was lauert unter der Oberfläche des Internets? The Deep Web. Was genau ist das? Es ist ein sehr vager Begriff. Es umfasst alles, was nicht von Suchmaschinen indexiert wird. Alles klar, mit Google würde ich also nicht weit kommen. Hier ein Größenvergleich. Die Oberfläche des Internets ist die Spitze des Eisbergs. Die Spitze des Eisbergs? Die Mehrheit der Nutzer kann nur auf 1% der Informationen zugreifen, die das World Wide Web zu bieten hat. Der Rest nennt sich Deep Web. Das Deep Web ist also wie eine nicht zugängliche Datenmülldeponie. Banken, Regierungen, Unternehmen. Und dann gibt es die unsichtbare Ecke. Es gibt das normale Internet und dann gibt es das Darknet. Ein unterirdisches System anonymer Websites, die unauffindbar sind. Was ist das Darknet? Jahrelang hatten es Menschen, die gewisse Dinge im Geheimen tun wollten, Drogen oder gestohlene Waren kaufen, sehr schwer, das in der echten Welt zu tun. Denn in der echten Welt muss man den Verkäufer treffen und ihn irgendwie bezahlen. Beim Darknet sprechen wir von einem ganz neuen Marktplatz. Einer, an dem die Identität des Käufers, des Verkäufers und sogar des Geldes selbst vor den Behörden geheim gehalten wird oder vor jedem anderen, der versucht, Verbrechern auf die Spur zu kommen. Man kann Geld waschen, Auftragsmörder engagieren, Waffen kaufen. Viele kaufen im Deep Web gefälschte Ausweise. Es gibt Websites, die Green Cards, Führerscheine und Pässe anbieten. Die Absichten mancher Nutzer sind aber düsterer, zum Beispiel Menschenhandel oder Drogenexport. Siehst du, das ist ein Betriebssystem für Hacker. Kein Windows oder etwas in der Art, ein Betriebssystem, das speziell fürs Hacken geschaffen wurde. Tel Aviv ist ein Drehkreuz für Leute, die mit Cybersicherheit zu tun haben. Es war also nicht schwer, Dan O'Cohen zu finden, ein Hacker für die Guten. Das Erste, was Dan mir zeigte, war, wie verletzlich und ungeschützt jeder ist, der sich im offenen Netz bewegt. Siehst du, das ist der Netzwerkschlüssel. Unglaublich, oder? Jetzt stell dir vor, dass all deine Geheimnisse, deine Bankpasswörter, dein Gmail, Facebook, all deine privaten Unterhaltungen, all das wird mit einem Klick öffentlich gemacht. Wir kreisen um den Block und Dan O'Cohen könnte sich praktisch in jeden Computer im Umkreis von 100 Metern hacken. Und genau wie ein Hacker verwendet die Polizei ähnliche Tools, um Verbrecher zu finden. Spricht man im offenen Netz über einen Drogendeal, gibt es Systeme, die automatisch das Netzwerk durchkämmen. Polizei ist genügend da und schon gibt es eine Befragung. Im Darknet gibt es nichts, was jemanden abhalten könnte, fast alles zu tun. Was genau ist das Darknet? Man installiert eine Software, die im Wesentlichen alle Aktivitäten verbirgt. Du brauchst die Software Tor. Tor. Das steht für The Onion Router. Das ist eine Software der US Navy. Wie funktioniert die personalisierte Herstellung? Ist drastisch. Im Englischen nennt man es Rapid Manufacturing. In der Vergangenheit konnte man gewisse Dinge nur in riesigen Fabriken herstellen, die einige Millionen Dollar kosteten. Heute kann jeder diese Maschinen zu Hause haben. Einen 3D-Drucker, mit dem man eine Waffe drucken kann, hat man zu Hause. Aber nicht jeder kann einfach so eine Waffe drucken. Man muss das Modell irgendwo runterladen. Und woher kommt es? Aus dem Darknet. Hat man es einmal heruntergeladen, kann man es sich am Bildschirm ansehen und dann nach Belieben den Bolzen hierhin und den Abzug dahin geben und so eine etwas bessere Waffe gestalten. Hier ist das untere Verschlussgehäuse. Es hat keine Seriennummer und es gibt keinen Background-Check. Und wenn jemand eine wirklich bessere Waffe geschaffen hat, wird er sie wieder ins Netz stellen. Eine Geisterwaffe. Wir können eine Entwicklung hin zum De-Skilling beobachten. Man muss immer weniger wissen und können, um bestimmte Dinge zu tun. Sie wollen zu Hause chemische Verbindungen synthetisieren? Sie können ein Modell downloaden, das dem Drucker sagt, wie die Chemikalien gemischt werden müssen, um eine chemische Reaktion auszulösen und Morphium, Valium, Marihuana, Schießpulver oder Cyanid herzustellen. Eine Maschine macht es dann ganz allein, zu Hause.
Aber es gibt auch noch die andere Seite. Pharmaunternehmen verkaufen Medikamente zu astronomischen Preisen und Patienten können sie sich nicht leisten. Menschen, die also zum Beispiel Anleitungen für die Eigenproduktion von Medikamenten verbreiten können, werden das ab dem nächsten oder übernächsten Jahrzehnt tun. Wie bei der 3D-gedruckten Waffe wird es Verbesserungen geben. Jeder auf dieser Welt wird an dieser riesigen Revolution des Informationsaustausches und des Zusammenschlusses neuer Ideen teilnehmen. Das Darknet kann ein Ort sein, an dem sich alle alten Ideen vermischen. Wie Matt Ridley sagt, die Ideen schlafen miteinander und neue und unglaubliche Ideen werden geboren. Das Erschließen neuer Ideen geschieht nicht über normale Informationskanäle, denn wahrhaft große Kämpfe setzen immer kreative Zerstörung voraus. Und darin liegt die Bedeutung des Darknet. Es stellt ein Mittel zur Bündelung von Informationen dar. Und diese Informationen können eine Revolution mit sich bringen. Revolutionen, die sich zusammenbrauen? War das nicht genau das, was Machthaber grundsätzlich verhindern wollten? Das Darknet hatte schon die Aufmerksamkeit der US-Regierung auf sich gezogen. Das FBI hat das Wespennest erfolgreich zerschlagen. Wir sind dabei, die Verantwortlichen zusammenzutreiben und zur Verantwortung zu ziehen. Das Pentagon hatte ein Team an Bord geholt, das illegale Aktivitäten katalogisieren sollte. Alejandro und Amanda sind Teil dieses Teams. In gewisser Weise sind wir Hacker zu mieten. Unsere Aufgabe ist es, das richtig schlimme Zeug im Darknet zu finden, damit Pädophile gefunden werden können und Menschen, die... Auftragsmörder, wenn es die gibt. Auftragsmörder und das ganze Zeug. Wir kommunizieren das dem Tor-Projekt und manches davon den Behörden. Denn die Entwickler von Tor wollen ja auch nicht, dass Kinder ausgebeutet werden. Das muss man ganz klar sagen. Findet ihr, dass manche Dinge es verdient haben, im Dunkeln bleiben zu dürfen, oder muss alles ans Licht kommen? Das ist eine gute Frage. Ich meine, in gewisser Weise ist Anonymität extrem wichtig. Ich denke, es gibt gewisse Dinge, ich meine, es gibt schlechte Menschen da draußen. Es gibt schlechte Menschen, vor denen manche Nutzer lieber ihre Anonymität wahren wollen. Und dann gibt es schlechte Menschen, die diese Anonymität zu falschen Zwecken ausnutzen. Ich finde, dass Anonymität wichtig ist. Ich würde nicht wollen, dass absolut alles entanonymisiert wird. Aber wieso? Wieso ist Anonymität wichtig? Es geht um... das Prinzip der Privatsphäre. Es geht um das Prinzip der Privatsphäre. Und warum brauchen wir das? Das klassische Beispiel, das Tor hier immer verwendet, sind diktatorische Regime. Und das ist kein theoretisches Argument. In der Geschichte hatte jeder revolutionäre Fortschritt seine Anfänge im Untergrund. Wenn ich darüber nachdenke, zum Beispiel, sagen wir, in irgendeinem futuristischen, apokalyptischen Szenario richtet sich die Regierung meines Landes gegen mich. Und ich will Teil der Gegenbewegung sein. Ich würde wollen, dass es etwas wie Tor gibt. Das war so ziemlich das Letzte, das ich von einem Mitarbeiter der US-Regierung erwartet hatte. Dass sich sogar in ihren Hinterköpfen ein Big Brother-Szenario abspielte. Eine Vorstellung, die man eher von Anarchisten erwarten würde. Statt Privatsphäre gibt es nur Erlaubnis. Es geht um Kontrolle, richtig? Es geht um die schrittweise Auslöschung der Freiheit. Das ist Julia Turiansky, selbsternannte Anti-Staatspropagandistin. Hört auf, mich zu überwachen. Die Staatlichkeit ist tot. Beginnt mit mir eine Affäre mit der Freiheit. Privatsphäre, Kontrolle, Freiheit. Das waren die Schlagworte einer kleinen Gruppe, die sich für neue Alternativen für ein kaputtes System einsetzte. Die Menschen haben schnell Angst vor Neuem. Und das alles sind neue Konzepte. Hacker, Anarchisten, Darknet, sie klingen fremd. Das waren die Krypto-Anarchisten, Technophile, die sich zu Beginn des Internetzeitalters zusammentaten, die Cypherpunks. Was ist ein Cypherpunk? Kryptographie-Aktivisten, die an Privatsphäre für alle glauben. Es waren die Cypherpunks, die für die allererste Version eines Darknets verantwortlich waren. Sie nannten es das Blacknet. Die Amerikaner sind nicht bereit zu akzeptieren, dass sie in einem elektronischen Polizeistaat leben. Wenn es jemanden gab, der mir sagen könnte, was es war, das ich am Darknet nicht verstand, dann sie. Und sie alle trafen sich am Institut für Kryptoanarchie in Prag.
funktioniert, Tor. Es nimmt Daten und lässt sie über viele verschiedene Datenknoten rund um die Welt springen. So kann keine Person oder Behörde sehen, woher die Daten kommen oder wohin sie gehen. Will man online unsichtbar sein, gibt es nichts Besseres als Tor. Es schien unglaublich. Im Schutz absoluter Anonymität, im eigenen Wohnzimmer, zwischen zwei Folgen seiner Lieblingssendung auf Netflix, könnte jeder das perfekte Verbrechen begehen, ohne dass es irgendjemand mitbekommt. Es dauerte nur Sekunden, Tor runterzuladen. Die Tür zum Darknet stand weit offen. Goodness, this is quite extraordinary. It's such a large rabbit hole. I'll just take a look inside. The question was... Bloß... Wohin? Meine erste Station war das Hidden Wiki. Es sah nicht wirklich anders aus als die normale Wikipedia-Seite. Nur die Inhalte waren etwas, ich weiß nicht, seht selbst. Drogen, jede Menge Drogen. Gras, Kokain, Heroin, Crystal Meth. Anonymität ist etwas Kompliziertes und Seltenes, und Tor ist das, was einen am nächsten dorthin bringt. Müsste ich etwas Illegales tun, würde ich es über Tor machen. Und die Liste geht weiter. Auftragsmörder, Angebote, Politiker zu töten. 65.000 für den Mord an einem Journalisten? Mehr bin ich nicht wert? Die Welt steht offen, nichts kann einen aufhalten, kein Recht, keine Ordnung, keine Gerechtigkeit, nichts. Deshalb ist Tor gefährlich, sehr gefährlich. Drogen und Waffen bewegten sich jedoch nur am seichten Rand des Darknet Pools. Es gab jede Menge Gruppen und Foren für Menschen mit düsteren Bedürfnissen. Die Neonazis hatten ihre eigene Ecke. Dann waren da die Typen, die auf Tierquälerei stehen. Snuff-Filme. Pädophile. Das Bizarrste, über das ich gestolpert bin? Das Cannibal Café. Ernsthaft? Ich habe Polizisten getroffen, die sich verzweifelt die Haare rauften. Wir wissen nicht, was wir mit dem Zeug tun sollen. Ein Albtraum. Ein virtuelles Sodom und Gomorra. Oh ja, es sah nach einem Albtraum aus. Wenn sich die Regeln des Spiels änderten, was tat dann die Polizei, um dem nachzukommen? Hatte sie überhaupt eine Chance? Mich interessiert, wie das Darknet die Kriminalität verändert hat. Das Gesicht der Kriminalität hat sich verändert. Die Kriminalität verlagert sich von der physischen in die Online-Welt. Und warum? Ganz einfach. Weil die Leute denken, dass sie online anonym sind und Verbrechen begehen können, ohne gefasst zu werden. Wenn du ins Darknet gehst, und ich nehme an, dass du das schon getan hast, findest du Menschen, die XYZ kaufen wollen. Es ist aber illegal, das meiste davon zu besitzen oder zu verkaufen. Egal ob Drogen, Waffen, Kinderpornografie oder bestimmte Dienstleistungen. Von Computerviren und Hackern bis hin zu Auftragsmördern. Die Liste der Cyberbedrohungen ging weiter, und ich fragte mich, ist es an sich schon ein Verbrechen, seine Identität online zu verbergen? Dieses Thema der Anonymität, sehen Sie es als etwas Schlechtes, etwas Gutes, oder ist es Ihnen gleichgültig? Unser Job ist es, das Gesetz durchzusetzen. Die Aufgabe der Gesetzgeber ist es, gesellschaftliche Normen festzulegen. Ich finde, es steht mir nicht zu, zu bestimmen, ob eine Person anonym bleiben darf. Anonymität lässt die Menschen denken, dass sie Verbrechen begehen können, ohne gefasst zu werden. Und das finde ich falsch. Und es stimmt auch nicht. Ist es also nur Wunschdenken anzunehmen, dass wir online auch nur irgendetwas verbergen können? Kann die Polizei wirklich jeden, der sich im Darknet versteckt, finden? Ich musste lange suchen und einige unangenehme Fragen stellen, bis ich jemanden aus der digitalen Unterwelt fand, der bereit war, sich mit mir zu treffen. Aber wo konnten wir uns treffen? Vielleicht hatte ich zu viele Filme gesehen, aber eine verlassene Lagerhalle wirkte irgendwie angemessen. Ich bin eine sehr normale Person, das stimmt. Alt genug, um Großmutter zu sein. Dass das Darknet düster ist und all das, was über Pornografie und Drogen gesagt wird, schlussendlich ist es einfach ein Medium. Es ist ein Markt wie jeder andere, wenn auch ein Schwarzmarkt. Aber es ist einfach ein Medium. Ich sehe es als etwas sehr Positives, sofern man sich an seine eigenen Prinzipien hält. Ich suche nicht nach Pornos oder Glücksspielen, weil sie mich nicht interessieren. Aber Auftragskiller?
Vielleicht. Ich war sauer, weil ich ein bestimmtes Produkt nicht dort kaufen konnte, wo ich wollte. Ich habe im Internet gesucht und den Tor-Browser gefunden. Ich öffnete ihn und sah mich um. Es ist eine faszinierende Welt. Da gibt's ein Pulver, mit dem man Hasch selber machen kann. Das machen viele. Kokain? Auch Kokain. Ärzte verschreiben Ritalin. Wieso sollte man Kokain also illegal bestellen? Das macht dich wütend? Dafür gibt es keinen Grund. Es ist eine Plattform. Sie bieten einfach ihre Waren an. Lilly war natürlich kaum die Art Person, die ich geglaubt hatte zu treffen. Sie sah mehr wie eine Freundin meiner Mutter aus, als wie jemand, der im Darknet surfte. Aber ehrlich, macht es dir keine Angst? Beängstigend ist, was man damit tun kann. Man kann schlimme Dinge damit tun, das stimmt. Aber das Darknet an sich ist nicht beängstigend. Ich bin eher skeptisch Menschen gegenüber, die meinen, es gibt keinen Grund, Angst zu haben. War das Darknet wirklich nur das Schwarzmarkt-Äquivalent von eBay? Technologien haben immer zwei Seiten. Es kommt darauf an, wie man sie verwendet. 3D-Drucker zum Beispiel. Roy Cesana hatte eine 3D-Waffe gedruckt. Das Modell hatte er aus dem Darknet heruntergeladen. Die Waffe hat er dann auf eine Kundgebung eines israelischen Politikers geschmuggelt. Das Witzige daran, sagte er, war die Tatsache, dass alle einfach nur zuschauten. Die Entwicklung der schnellen und... Parallel mit Polis steht für Mittel und Wege, unsere Freiheiten gegen autoritäre Tendenzen in politischen und sozialen Einrichtungen zu beschützen. Es tut mir leid, du darfst diese Leute nicht fotografieren, okay? Als ich die Hacker-Konferenz betrat, hatte ich absolut keine Ahnung, was gleich passieren würde. Ich drehte sogar eine Runde um den Block, bevor ich das Gebäude betrat. Und als ich endlich ein paar Teilnehmer fand, die bereit waren, vor der Kamera zu sprechen, taten sie das nur unter bestimmten Bedingungen. Wenn du bereit bist, setz dich dahin. Wieso diese Maske? Ich finde es heutzutage sehr wichtig, seine Privatsphäre zu wahren. Und da draußen gibt es jede Menge Gesichtserkennungstechnologien. Wir leben in einer Zeit, in der automatische Computeralgorithmen sämtliche Medien nach Gesichtern durchsuchen. Und ich will nicht, dass mein Gesicht überall auftaucht. Wenn du dich mit mir treffen willst, mich sehen willst, komm und triff dich persönlich mit mir. Ich bin nicht so der Medientyp. Wie nennst du dich selbst? Wie identifizierst du dich? In diesem Umfeld kannst du mich Smuggler nennen. Und wie nennt dich deine Mutter? Das werde ich dir nicht sagen. Frag meine Mutter. Der Grund, warum wir Privatsphäre wollen, ist im Wesentlichen der, dass sie uns freies, menschliches Handeln nach unserem eigenen Willen ermöglicht. Menschen entwickeln sich, wenn sie ihren eigenen Verstand benutzen, ihre eigenen Entscheidungen treffen, gut oder schlecht, und sich mit den Konsequenzen auseinandersetzen. So wachsen wir. Man muss Mist bauen dürfen, ohne dafür heruntergemacht zu werden. Und wenn jemand auf dich herabsieht, wenn du Angst haben musst, wenn du leise sprechen musst, wenn es um bestimmte Dinge geht, dann verhinderst du die menschliche Entwicklung, die menschliche Evolution. You are squeezing out human development, human evolution. Ich glaube, heutzutage gibt es eine viel subtilere Form des Totalitarismus. Nach außen hin hat man all diese Freiheiten. Man darf anziehen, was man will, tun, was man will, man kann schwul sein. Das ist alles okay. Wir sind freie Menschen. In früheren totalitären Systemen war den Menschen viel bewusster, dass sie nicht frei waren. Und heute ist man ist dieser glückliche Konsument, der sich all die Filme auf Netflix ansehen kann, aber sobald man wirklich versucht, das System ein bisschen zu verändern, wird man angegriffen. Und alle sagen nur, was ist dein Problem? Like mich auf Facebook. Wenn wir zu Hause vor unseren eigenen Computern sitzen, sind wir in einer Umgebung, die wir normalerweise mit Privatsphäre verbinden. Aber eigentlich rufen wir alles einfach laut in die Welt hinaus. Ohne uns selbst zu schützen, haben wir unseren privaten Lebensraum für die Welt geöffnet. Und deshalb sage ich, seid vorsichtig. Das, was du hier tust, würdest du nicht tun, wenn es dir wirklich bewusst wäre, weil du so in keinem anderen Bereich deines Lebens agierst.
Ich habe nie wirklich auf Privatsphäre geachtet. Wenn ich eine App auf meinem Handy öffne, denke ich nicht darüber nach, wo die Daten landen könnten. Facebook, Google sind Überwachungssysteme. Wann immer man ein Produkt verwendet, das nichts kostet, muss die Firma trotzdem irgendwie ihre Angestellten bezahlen. Das bedeutet also, dass du gar nicht wirklich der Kunde bist, denn du bezahlst sie nicht. Du bist das Produkt. Ich werde nicht aufhören, Facebook zu verwenden. Ich werde nicht aufhören, Google zu verwenden. Nicht, bevor sie anfangen, Menschen zu verfolgen und zu töten. Die Vorstellung, dass meine Generation plötzlich aufhört, soziale Medien zu verwenden, wirkte ein bisschen verrückt. Diese Ansicht teilten auch meine Freunde. Ja, es ist beschissen, wenn man nicht einfach sagen kann, was man will. Ich denke, ich habe es akzeptiert, dass ich überwacht werde. Ich mache nichts Illegales. Nicht im Internet. Wenn ich nichts zu verbergen habe, wieso sollte ich dann Angst haben? Ich überlege gerade, ob ich etwas zu verbergen habe. Deine Privatsphäre wird nicht in dem Moment verletzt, in dem jemand ein Foto von dir macht und es online postet. Sie wird in dem Moment verletzt, in dem jemand an diesen Fotos Interesse hat und sie speichert. Das ist das Vergehen. Wenn jemand deine Daten nimmt und sie speichert, weil er vielleicht Verwendung dafür hat. Und dieses bedrohliche Vielleicht haben wir alle im Unterbewusstsein. Jeder tut falsche Dinge. Vielleicht betrügst du deine Frau oder du warst bei einer Party betrunken und es gibt da dieses Foto von dir. Und diese Information kann dann verwendet werden, um entweder ein Gesetz durchzusetzen, das davor nicht durchgesetzt wurde, oder um dich öffentlich zu erpressen. Wenn man keine Privatsphäre hat, keine Anonymität, dann hat man immer Angst, dass jemand irgendetwas sehen könnte. Jemand, der einen entweder körperlich schädigen oder schlechte Dinge über einen verbreiten oder einen blamieren könnte. Scham ist bei Menschen so etwas wie eine Massenvernichtungswaffe. Was müssen wir also tun, um unsere Freiheit zu wahren? Masken tragen? Während dieser 3D-gedruckten Modeschau dachte ich darüber nach, wie paradox es ist zu denken, dass wir nur im Verborgenen wirklich frei sein können. Besonders im Westen, wo wir so daran gewöhnt sind, alles preiszugeben. Ich war während des arabischen Frühlings in Kairo, zur selben Zeit, als Shira Frankel über die dramatischen Ereignisse dort schrieb. Jetzt schreibt sie für BuzzFeed über Verschlüsselungstechnologien wie Tor. Im Westen haben wir diese Vorstellung, dass das Dark Web dunkel und böse ist, während es im Rest der Welt gar nicht Darknet genannt wird und auch nicht als diese Brutstätte des Bösen betrachtet wird. Es wird als Ort gesehen, an dem Informationen frei und sicher ausgetauscht werden können. Ich habe Aktivisten in Ländern in Afrika und im Nahen Osten getroffen, die es als einen ihrer letzten Zufluchtsorte sehen. Und wenn ich ihnen sage, dass es in den USA das Darknet genannt wird, dass Politiker es so nennen, dann lachen sie. Sie finden das verrückt. Sie sagen, aber dort sind wir sicher, dort reden wir. Dort kann ich selbst und trotzdem sicher sein. In großen Teilen der Welt reicht es aus, online man selbst zu sein, um verhaftet zu werden. Für diese Menschen, die wissen, dass sie online nicht sicher sind, wenn sie einfach E-Mails schreiben oder Facebook-Gruppen beitreten. Für sie können Verschlüsselungstechnologien zum Lebensretter werden. Ich konnte das Bedürfnis nach dem Darknet in diktatorischen Regimes verstehen. Aber Freiheit ist doch ein wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaften, oder nicht? Wir befinden uns heute an einem Scheideweg zwischen zwei konkurrierenden Regierungssystemen. Einerseits das, in dem der Big Brother das Leben der Bürger kontrolliert, und auf der anderen Seite die Herrschaft der Massen. Die Regierung versucht, ihre Bürger und sich selbst zu schützen. Um das zu tun, muss sie die Bedrohung durch die Wölfe, die Bösen, die Terroristen aufhalten. Die, die die Regierung mit Gewalt zu Fall bringen würden. Und von Zeit zu Zeit jene, die das ohne Gewalt tun würden. Die Frage ist, wie kann die Regierung Terroristen und Verbrecher aufhalten, ohne die Meinungsfreiheit zu beeinträchtigen? Auf diese Frage gibt es immer noch keine gute Antwort. Was tut man, wenn man die Pflicht hat, seine Bürger zu beschützen und eine derart große Bedrohung erkennt? Man wird hysterisch und beginnt, jeden Einzelnen zu überwachen. Denn selbst wenn einem ein einziger Terrorist entgeht, weiß man, dass die Gefahr, die er darstellt, so groß ist, dass das ganz einfach nicht passieren darf.
Wenn ein Terrorist reicht, um uns hysterisch zu machen, dann reichten 19 Terroristen, um die Welt in Aufruhr zu versetzen. Wenige Monate nach dem 11. September hat der US-Kongress den Patriot Act erlassen und die NSA begann mit Massenüberwachungsprogrammen, die sie schon seit Jahren wollte. Ich nehme die Bedrohung, die der Terrorismus darstellt, ernst. Ich denke, das tun wir alle. Erst nach einem Jahrzehnt deckte Snowden auf, dass die NSA nicht nur Terroristen überwacht hatte. Sie hatte das auch bei Millionen unschuldiger Amerikaner getan. Ich finde es wirklich unehrlich, dass die Regierung Programme rechtfertigt, die uns nicht bewiesenermaßen beschützen, uns aber Freiheiten kosten, die wir eigentlich nicht aufgeben müssten. Als ich in die USA kam und mit den Menschen über Snowden sprach, haben viele nur gemeint, was erwartest du? Natürlich tut die Regierung das. Natürlich beobachten sie uns. Ich finde das interessant. Auf der einen Seite gab es da diese Dateien, diese Dokumente, die wir nie zuvor zeigten, wie uns die Regierung ausspionierte. Und gleichzeitig zuckten die Amerikaner nur so mit den Schultern. Sie sagen, dass Sie die Informationen wollen, weil es gut für einen ist. Da gibt es aber ein Problem. Erstens, sammeln Sie einfach alles, was Sie können, weil Sie es können. Und ehrlich, wenn man in der Regierung ist, diese Art Beruf ausübt, dann stehen die Chancen sehr gut, dass man eine Tendenz zur Kontrolle hat, psychologisch gesehen. Sie mögen Kontrolle. Sie wollen denken, etwas Schlimmes könnte passieren, wenn wir das nicht kontrollieren. Aber es kann immer etwas Schlimmes passieren. Wenn das der Maßstab ist, dann gibt es keine Grenzen. Aus internen NSA-Memos geht hervor, dass die US-Regierung und die NSA begonnen hatten, Material in Umlauf zu bringen, das zeigt, wo die Schwächen mancher Menschen liegen. Nicht von Terroristen, sondern von muslimischen Predigern. Wenn sich die Regierung mit den Schwächen muslimischer Prediger beschäftigt, auf einen zeigt und sagt, der sieht sich im Internet Pornos an, dann hat die Regierung plötzlich einfach so die Macht, den Ruf und die Glaubwürdigkeit eines jeden zu ruinieren, mit dessen Meinungen sie nicht konform gehen. I have a dream that one day this nation will rise up. Vielleicht würden sogar die wichtigsten Prediger wie Martin Luther King darüber stolpern, der übrigens seine Frau betrog und Gras rauchte. Wenn er heute am Leben wäre und versuchen würde, dieselbe Bürgerrechtsbewegung für Schwarze in Amerika wieder in Gang zu setzen, die Regierung könnte ihn ganz einfach ausschalten. Und wenn das bei jedem einfach so passieren kann, was passiert dann mit dem Staat, wenn gegnerische Meinungen nicht gehört werden? Wenn es keine Demokratie gibt, die die Regierung dazu bringen kann, den Kurs zu ändern und sich in eine stabilere Richtung zu bewegen, das wäre ein erschreckender Zustand. Wäre das der Fall, wo könnte der nächste Martin Luther King dann seine Botschaft verbreiten? Für die Krypto-Anarchisten in Prag war die Antwort klar: im Darknet. Für sie war das Verbreiten der Botschaft aber nur der erste Schritt. Der nächste war es, Systeme aufzubauen, die fern jeglicher Kontrolle durch die Regierung liegen. Krypto-Anarchisten sind Anarchisten, die glauben, dass es möglich ist, mit Kryptographie ein freies Territorium, umgeben von schützenden Mauern, zu kreieren. Da können sie sich kryptografisch austauschen, sie können kryptografische Währungen verwenden. Sie können sich zu einem hohen Grad ein eigenes Reich schaffen, in dem sie leben können. They can create, to a very considerable extent, a separate realm in which they can live. Aber wie würde dieses eigene Reich funktionieren, wenn wir immer noch komplett vom Staat abhängig sind? Der Staat schafft jede Menge Bürokratie, unsinnige Arbeit, die man jeden Tag tun muss, wie in Büros gehen, Steuern zahlen und so weiter. Aber Staaten befriedigen auch grundlegende Bedürfnisse, wie Sicherheit, Straßen und alles. All diese Dinge können auch privat mit dezentralen Mitteln bewerkstelligt werden. Alles kann von globalen Anbietern zur Verfügung gestellt werden oder von einem Anbieter aus einem ganz anderen Land. In dieser Umgebung machen nationale Grenzen keinen Sinn. Wenn jemand ein Foto von dir macht und es online postet, sie wird in dem Moment verletzt, in dem jemand an diesen Fotos Interesse hat und sie speichert. Das ist das Vergehen. Wenn jemand deine Daten nimmt und sie speichert, weil er vielleicht Verwendung dafür hat, und dieses bedrohliche Vielleicht haben wir alle im Unterbewusstsein.
Jeder tut falsche Dinge. Vielleicht betrügst du deine Frau oder du warst bei einer Party betrunken und es gibt da dieses Foto von dir. Und diese Information kann dann verwendet werden, um entweder ein Gesetz durchzusetzen, das davor nicht durchgesetzt wurde, oder um dich öffentlich zu erpressen. Wenn man keine Privatsphäre hat, keine Anonymität, dann hat man immer Angst, dass jemand irgendetwas sehen könnte. Jemand, der einen entweder körperlich schädigen oder schlechte Dinge über einen verbreiten oder einen blamieren könnte. Scham ist bei Menschen so etwas wie eine Massenvernichtungswaffe. Was müssen wir also tun, um unsere Freiheit zu wahren? Masken tragen? Während dieser 3D-gedruckten Modeschau dachte ich darüber nach, wie paradox es ist zu denken, dass wir nur im Verborgenen wirklich frei sein können, besonders im Westen, wo wir so daran gewöhnt sind, alles preiszugeben. Ich war während des arabischen Frühlings in Kairo, zur selben Zeit, als Shira Frankel über die dramatischen Ereignisse dort schrieb. Jetzt schreibt sie für BuzzFeed über Verschlüsselungstechnologien wie Tor. Im Westen haben wir diese Vorstellung, dass das Dark Web dunkel und böse ist, während es im Rest der Welt gar nicht Darknet genannt wird und auch nicht als diese Brutstätte des Bösen betrachtet wird. Es wird als Ort gesehen, an dem Informationen frei und sicher ausgetauscht werden können. Ich habe Aktivisten in Ländern in Afrika und im Nahen Osten getroffen, die es als einen ihrer letzten Zufluchtsorte sehen. Und wenn ich ihnen sage, dass es in den USA das Darknet genannt wird, dass Politiker es so nennen, dann lachen sie. Sie finden das verrückt. Sie sagen, aber dort sind wir sicher, dort reden wir. Dort kann ich selbst und trotzdem sicher sein. In großen Teilen der Welt reicht es aus, online man selbst zu sein, um verhaftet zu werden. Für diese Menschen, die wissen, dass sie online nicht sicher sind, wenn sie einfach E-Mails schreiben oder Facebook-Gruppen beitreten. Für sie können Verschlüsselungstechnologien zum Lebensretter werden. Ich konnte das Bedürfnis nach dem Darknet in diktatorischen Regimes verstehen. Aber Freiheit ist doch ein wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaften, oder nicht? Wir befinden uns heute an einem Scheideweg zwischen zwei konkurrierenden Regierungssystemen. Einerseits das, in dem der Big Brother das Leben der Bürger kontrolliert, und auf der anderen Seite die Herrschaft der Massen. Die Regierung versucht, ihre Bürger und sich selbst zu schützen. Um das zu tun, muss sie die Bedrohung durch die Wölfe, die Bösen, die Terroristen aufhalten. Sozialsysteme werden zusammenbrechen. Es gibt keinen vernünftigen Ansatz dafür, wie das Sozialsystem überleben könnte, vor allem, wenn es so viele alte Menschen gibt und nur wenige junge, produktive Menschen. Deshalb glaube ich, dass das Sozialsystem der Regierung zusammenbrechen wird. Das könnte also ein guter Moment sein, um etwas komplett Neues zu beginnen. Die Regierung bricht zusammen. Parallelsysteme ersetzen sie. Die Kryptoanarchisten führen alles zurück auf die Cypherpunks und was diese im Jahr 1988 geschrieben hatten. Sehen Sie sich die Cypherpunks an und das, was sie geschrieben haben, bevor es die Technologien überhaupt gab. Und jetzt gibt es sie. Wie sehr die sich wohl freuen. Sie hatten recht. Ihre Texte zu lesen fühlte sich ein bisschen an, als würde man eine Prophezeiung lesen. Privatsphäre ist ein notwendiger Bestandteil einer offenen Gesellschaft im elektronischen Zeitalter. Alles, was sie vor fast 30 Jahren vorausgesagt hatten, passierte tatsächlich im Hier und Jetzt. Bitcoin, das Aufbauen eines anonymen Systems mit elektronischem Geld, WikiLeaks. Durch Kryptoanarchie wird mit Staatsgeheimnissen frei gehandelt werden. Das Darknet. Systeme, die anonyme Geschäfte ermöglichen. Kryptomärkte. Ein anonymer, computergestützter Markt wird es ermöglichen, mit illegalen und gestohlenen Gütern zu handeln. Sie sagten sogar die Reaktion voraus. Der Staat wird versuchen, die Verbreitung dieser Technologien zu verlangsamen und sich dabei auf die nationale Sicherheit berufen. Wann immer jemand etwas tut, das die Privatsphäre eines Individuums schützt, früher oder später spielen die Regierung oder regierungsnahe Medien eine dieser Karten aus und sagen, das ist schlecht, weil Terrorist oder das ist schlecht, weil Drogen. Diese Dinge sind schlecht. Es ist schlecht, Terrorist zu sein. Aber was die Regierung hier tatsächlich tut oder was die Gegner der Privatsphäre hier tun, ist, mit unseren Emotionen zu spielen. Okay, mal sehen. WikiLeaks, US-Regierung. Die Vereinigten Staaten verurteilen nachdrücklich die illegale Weitergabe geheimer Informationen. Es ist eine Bedrohung für unsere nationale Sicherheit. Wenn es zu einer Standardwährung wird, könnte das die Rolle der Zentralbanken radikal und drastisch verändern.
Vor ein paar Jahren haben wir von der Underground-Website Silk Road erfahren. Ich werde auf höhere Finanzierung für den Kampf gegen Cyberdrogendealer drängen. Silk Road war ein Synonym für das Darknet. Bis die US-Regierung die Seite stilllegte, war sie der größte Markt seiner Art. Sie verkaufte Produkte im Wert von 1,2 Milliarden Dollar, vor allem Drogen. Der größte Strafprozess in der Geschichte des Internets findet heute ein Ende. Das Hirn der Website Silk Road wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Für die Kryptoanarchisten, die ich in Prag traf, war Ross Ulbricht keiner dieser großen Drogenbosse. Er war nur das sichtbarste Opfer. 1984 wurde ich geboren. Das da bin ich. Es war das Jahr, das Orwell als den Anfang vom Ende unserer Privatsphäre vorausgesehen hat. Eine Welt, in der Big Brother ständig zusieht. Dem aber hat niemand allzu viel Beachtung geschenkt. Schließlich war es dasselbe Jahr, in dem Macintosh den ersten Computer in die Wohnzimmer der Welt brachte. Schon ein Jahrzehnt später klebte meine Generation am Bildschirm. Wir haben erst vor kurzem auf unserem PC das Internet installiert. Und seitdem habe ich meine Kinder nicht mehr vom PC weggebracht. Wir sind süchtig danach geworden. Es geht darum, wie es unser Leben verändert hat. Es begann mit Spielen, Chats, E-Mails und sogar Filmen. Unsere Geschmäcker entwickelten sich mit dem Internet. Meine erste Liebe, meine zweite Liebe, meine dritte. ICQ, Facebook, Google, Twitter. Bis ich erwachsen war, hatte ich so viel Zeit online verbracht, dass ich nie auch nur daran gedacht hätte, dass es da noch eine andere Seite gibt, das Deep Web. Ich hatte keine Ahnung, wie ich es finden könnte. Also habe ich das getan, was jeder tun würde. Ich habe es gegoogelt. Was lauert unter der Oberfläche des Internets? The Deep Web. Was genau ist das? Es ist ein sehr vager Begriff. Es umfasst alles, was nicht von Suchmaschinen indexiert wird. Alles klar, mit Google würde ich also nicht weit kommen. Hier ein Größenvergleich. Die Oberfläche des Internets ist die Spitze des Eisbergs. Die Spitze des Eisbergs? Die Mehrheit der Nutzer kann nur auf 1% der Informationen zugreifen, die das World Wide Web zu bieten hat. Der Rest nennt sich Deep Web. Das Deep Web ist also wie eine nicht zugängliche Datenmülldeponie. Banken, Regierungen, Unternehmen. Und dann gibt es die unsichtbare Ecke. Es gibt das normale Internet und dann gibt es das Darknet. Ein unterirdisches System anonymer Websites, die unauffindbar sind. Was ist das Darknet? Jahrelang hatten es Menschen, die gewisse Dinge im Geheimen tun wollten, Drogen oder gestohlene Waren kaufen, sehr schwer, das in der echten Welt zu tun. Denn in der echten Welt muss man den Verkäufer treffen und ihn irgendwie bezahlen. Beim Darknet sprechen wir von einem ganz neuen Marktplatz. Einer, an dem die Identität des Käufers, des Verkäufers und sogar des Geldes selbst vor den Behörden geheim gehalten wird oder vor jedem anderen, der versucht, Verbrechern auf die Spur zu kommen. Man kann Geld waschen, Auftragsmörder engagieren, Waffen kaufen. Viele kaufen im Deep Web gefälschte Ausweise. Es gibt Websites, die Green Cards, Führerscheine und Pässe anbieten. Nicht naiv. Ich denke nicht, dass es einen großen Zusammenbruch geben wird und dass wir hier in herrlicher Anarchie leben werden. Ich denke, es geht darum, diese kleinen Gemeinschaften aufzubauen und Orte zu finden, an denen man aussteigen kann. Orte, die immer vielfältiger und verstreuter und leichter zugänglich werden. Eines der Systeme, das die Community der Kryptoanarchisten verwendet, um sich dem System zu entziehen, ist Bitcoin. Eine Kryptowährung, die es ermöglicht, online anonyme Geschäfte zu machen. Sobald man eine virtuelle Währung hat, ist es nicht mehr weit bis zur Gründung virtueller Staaten. Gestern gab es einen Vortrag zur BitNation, ein Projekt, bei dem Dinge geboten werden können, die normalerweise nur von Regierungen und Staaten geboten werden. Durch Bitcoin entsteht eine neue Welt, in der Tausende und Millionen Nationen um Kunden buhlen, indem sie immer bessere Dienstleistungen anbieten. Es ist eine Welt, in der jeder frei wählen kann.
Bitnation ist eine Nation. Sie verbindet Menschen, die ähnliche, vertraute Werte haben. Aber dazu braucht es keinen gemeinsamen Staat. Ich würde Bitcoin einen staatenlosen Staat nennen. Wenn man das Konzept der Regierung vom Konzept des Territoriums löst, muss man keine Angst um seine eigenen Regierungsgrundsätze haben. Neben dem staatenlosen Staat würden Online-Kryptomärkte für Alltagsgüter entstehen, die familienfreundliche Variante dessen, was ich schon im Darknet gesehen hatte. Es wird dezentralisierte, anonyme Kryptomärkte geben. Für die Regierung wird es annähernd unmöglich sein, diese Märkte stillzulegen. Das Finanz- und Sozialsystem werden zusammenbrechen. Es gibt keinen vernünftigen Ansatz dafür, wie das Sozialsystem überleben könnte, vor allem, wenn es so viele alte Menschen gibt und nur wenige junge, produktive Menschen. Deshalb glaube ich, dass das Sozialsystem der Regierung zusammenbrechen wird. Das könnte also ein guter Moment sein, um etwas komplett Neues zu beginnen. Die Regierung bricht zusammen. Parallelsysteme ersetzen sie. Die Krypto-Anarchisten führen alles zurück auf die Cypherpunks und was diese im Jahr 1988 geschrieben hatten. Sehen Sie sich die Cypherpunks an und das, was sie geschrieben haben, bevor es die Technologien überhaupt gab. Und jetzt gibt es sie. Wie sehr die sich wohl freuen, sie hatten recht. Ihre Texte zu lesen fühlte sich ein bisschen an, als würde man eine Prophezeiung lesen. Privatsphäre ist ein notwendiger Bestandteil einer offenen Gesellschaft im elektronischen Zeitalter. Alles, was sie vor fast 30 Jahren vorausgesagt hatten, passierte tatsächlich im Hier und Jetzt. Bitcoin, das Aufbauen eines anonymen Systems mit elektronischem Geld, WikiLeaks. Durch Kryptoanarchie wird mit Staatsgeheimnissen frei gehandelt werden. Das Darknet. Systeme, die anonyme Geschäfte ermöglichen. Kryptomärkte. Ein anonymer, computergestützter... 65.000 für den Mord an einem Journalisten? Mehr bin ich nicht wert? Die Welt steht offen. Nichts kann einen aufhalten. Kein Recht, keine Ordnung, keine Gerechtigkeit, nichts. Deshalb ist Tor gefährlich, sehr gefährlich. Drogen und Waffen bewegten sich jedoch nur am seichten Rand des Darknet Pools. Es gab jede Menge Gruppen und Foren für Menschen mit düsteren Bedürfnissen. Die Neonazis hatten ihre eigene Ecke. Dann waren da die Typen, die auf Tierquälerei stehen. Snuff-Filme. Pädophile. Das Bizarrste, über das ich gestolpert bin? Das Cannibal Café. Ernsthaft? Ich habe Polizisten getroffen, die sich verzweifelt die Haare rauften. Wir wissen nicht, was wir mit dem Zeug tun sollen. Ein Albtraum. Ein virtuelles Sodom und Gomorra. Oh ja, es sah nach einem Albtraum aus. Wenn sich die Regeln des Spiels änderten, was tat dann die Polizei, um dem nachzukommen? Hatte sie überhaupt eine Chance? Mich interessiert, wie das Darknet die Kriminalität verändert hat. Das Gesicht der Kriminalität hat sich verändert. Die Kriminalität verlagert sich von der physischen in die Online-Welt. Und warum? Ganz einfach. Weil die Leute denken, dass sie online anonym sind und Verbrechen begehen können, ohne gefasst zu werden. Wenn du ins Darknet gehst, und ich nehme an, dass du das schon getan hast, findest du Menschen, die XYZ kaufen wollen. Es ist aber illegal, das meiste davon zu besitzen oder zu verkaufen. Egal ob Drogen, Waffen, Kinderpornografie oder bestimmte Dienstleistungen. Von Computerviren und Hackern bis hin zu Auftragsmördern. Die Liste der Cyberbedrohungen ging weiter und ich fragte mich, ist es an sich schon ein Verbrechen, seine Identität online zu verbergen? Dieses Thema der Anonymität, sehen Sie es als etwas Schlechtes, etwas Gutes oder ist es Ihnen gleichgültig? Unser Job ist es, das Gesetz durchzusetzen. Die Aufgabe der Gesetzgeber ist es, gesellschaftliche Normen festzulegen. Ich finde, es steht mir nicht zu bestimmen, ob eine Person anonym bleiben darf. Anonymität lässt die Menschen denken, dass sie Verbrechen begehen können, ohne gefasst zu werden. Und das finde ich falsch. Und es stimmt auch nicht. Ist es also nur Wunschdenken anzunehmen, dass wir online auch nur irgendetwas verbergen können? Kann die Polizei wirklich jeden, der sich im Darknet versteckt, finden? Ich musste lange suchen und einige unangenehme Fragen stellen, bis ich jemanden aus der digitalen Unterwelt fand, der bereit war, sich mit mir zu treffen. Aber wo konnten wir uns treffen? Vielleicht hatte ich zu viele Filme gesehen, aber eine verlassene Lagerhalle wirkte irgendwie angemessen.
Über normale Informationskanäle. Denn wahrhaft große Kämpfe setzen immer kreative Zerstörung voraus. Und darin liegt die Bedeutung des Darknet. Es stellt ein Mittel zur Bündelung von Informationen dar. Und diese Informationen können eine Revolution mit sich bringen. Revolutionen, die sich zusammenbrauen? War das nicht genau das, was Machthaber grundsätzlich verhindern wollten? Das Darknet hatte schon die Aufmerksamkeit der US-Regierung auf sich gezogen. Das FBI hat das Wespennest erfolgreich zerschlagen. Wir sind dabei, die Verantwortlichen zusammenzutreiben und zur Verantwortung zu ziehen. Das Pentagon hatte ein Team an Bord geholt, das illegale Aktivitäten katalogisieren sollte. Alejandro und Amanda sind Teil dieses Teams. In gewisser Weise sind wir Hacker zu mieten. Unsere Aufgabe ist es, das richtig schlimme Zeug im Darknet zu finden, damit Pädophile gefunden werden können und Menschen, die... Auftragsmörder, wenn es die gibt. Auftragsmörder und das ganze Zeug. Wir kommunizieren das dem Tor-Projekt und manches davon den Behörden. Denn die Entwickler von Tor wollen ja auch nicht, dass Kinder ausgebeutet werden. Das muss man ganz klar sagen. Findet ihr, dass manche Dinge es verdient haben, im Dunkeln bleiben zu dürfen, oder muss alles ans Licht kommen? Das ist eine gute Frage. Ich meine, in gewisser Weise ist Anonymität extrem wichtig. Ich denke, es gibt gewisse Dinge, ich meine, es gibt schlechte Menschen da draußen. Es gibt schlechte Menschen, vor denen manche Nutzer lieber ihre Anonymität wahren wollen. Und dann gibt es schlechte Menschen, die diese Anonymität zu falschen Zwecken ausnutzen. Ich finde, dass Anonymität wichtig ist. Ich würde nicht wollen, dass absolut alles entanonymisiert wird. Aber wieso? Wieso ist Anonymität wichtig? Es geht um... das Prinzip der Privatsphäre. Es geht um das Prinzip der Privatsphäre. Und warum brauchen wir das? Das klassische Beispiel, das Tor hier immer verwendet, sind diktatorische Regime. Und das ist kein theoretisches Argument. In der Geschichte hatte jeder revolutionäre Fortschritt seine Anfänge im Untergrund. Wenn ich darüber nachdenke, zum Beispiel, sagen wir, in irgendeinem futuristischen, apokalyptischen Szenario richtet sich die Regierung meines Landes gegen mich. Und ich will Teil der Gegenbewegung sein. Ich würde wollen, dass es etwas wie Tor gibt. Das war so ziemlich das Letzte, das ich von einem Mitarbeiter der US-Regierung erwartet hatte. Dass sich sogar in ihren Hinterköpfen ein Big Brother-Szenario abspielte. Eine Vorstellung, die man eher von Anarchisten erwarten würde. Statt Privatsphäre gibt es nur Erlaubnis. Es geht um Kontrolle, richtig? Es geht um die schrittweise Auslöschung der Freiheit. Das ist Julia Turiansky, selbsternannte Anti-Staatspropagandistin. Hört auf, mich zu überwachen. Die Staatlichkeit ist tot. Beginnt mit mir eine Erfindung. Schon ein Jahrzehnt später klebte meine Generation am Bildschirm. Wir haben erst vor kurzem auf unserem PC das Internet installiert. Und seitdem habe ich meine Kinder nicht mehr vom PC weggebracht. Wir sind süchtig danach geworden. Es geht darum, wie es unser Leben verändert hat. Es begann mit Spielen, Chats, E-Mails und sogar Filmen. Unsere Geschmäcker entwickelten sich mit dem Internet. Meine erste Liebe, meine zweite Liebe, meine dritte. ICQ, Facebook, Google, Twitter. Bis ich erwachsen war, hatte ich so viel Zeit online verbracht, dass ich nie auch nur daran gedacht hätte, dass es da noch eine andere Seite gibt, das Deep Web. Ich hatte keine Ahnung, wie ich es finden könnte. Also habe ich das getan, was jeder tun würde. Ich habe es gegoogelt. Was lauert unter der Oberfläche des Internets? The Deep Web. Was genau ist das? Es ist ein sehr vager Begriff. Es umfasst alles, was nicht von Suchmaschinen indexiert wird. Alles klar, mit Google würde ich also nicht weit kommen. Hier ein Größenvergleich. Die Oberfläche des Internets ist die Spitze des Eisbergs. Die Spitze des Eisbergs? Die Mehrheit der Nutzer kann nur auf 1% der Informationen zugreifen, die das World Wide Web zu bieten hat. Der Rest nennt sich Deep Web. Das Deep Web ist also wie eine nicht zugängliche Datenmülldeponie. Banken, Regierungen, Unternehmen. Und dann gibt es die unsichtbare Ecke. Es gibt das normale Internet und dann gibt es das Darknet. Ein unterirdisches System anonymer Websites, die unauffindbar sind. Was ist Darknet?
Was ist das Darknet? Jahrelang hatten es Menschen, die gewisse Dinge im Geheimen tun wollten, Drogen oder gestohlene Waren kaufen, sehr schwer, das in der echten Welt zu tun. Denn in der echten Welt muss man den Verkäufer treffen und ihn irgendwie bezahlen. Beim Darknet sprechen wir von einem ganz neuen Marktplatz. Einer, an dem die Identität des Käufers, des Verkäufers und sogar des Geldes selbst vor den Behörden geheim gehalten wird oder vor jedem anderen, der versucht, Verbrechern auf die Spur zu kommen. Man kann Geld waschen, Auftragsmörder engagieren, Waffen kaufen. Viele kaufen im Deep Web gefälschte Ausweise. Es gibt Websites, die Green Cards, Führerscheine und Pässe anbieten. Die Absichten mancher Nutzer sind aber düsterer, zum Beispiel Menschenhandel oder Drogenexport. Siehst du, das ist ein Betriebssystem für Hacker. Kein Windows oder etwas in der Art, ein Betriebssystem, das speziell fürs Hacken geschaffen wurde. Tel Aviv ist ein Drehkreuz für Leute, die mit Cybersicherheit zu tun haben. Es war also nicht schwer, Dan O'Cohen zu finden. Ich finde, es steht mir nicht zu bestimmen, ob eine Person anonym bleiben darf. Anonymität lässt die Menschen denken, dass sie Verbrechen begehen können, ohne gefasst zu werden. Und das finde ich falsch. Und es stimmt auch nicht. Ist es also nur Wunschdenken anzunehmen, dass wir online auch nur irgendetwas verbergen können? Kann die Polizei wirklich jeden, der sich im Darknet versteckt, finden? Ich musste lange suchen und einige unangenehme Fragen stellen, bis ich jemanden aus der digitalen Unterwelt fand, der bereit war, sich mit mir zu treffen. Aber wo konnten wir uns treffen? Vielleicht hatte ich zu viele Filme gesehen, aber eine verlassene Lagerhalle wirkte irgendwie angemessen. Ich bin eine sehr normale Person, das stimmt. Alt genug, um Großmutter zu sein. Dass das Darknet düster ist und all das, was über Pornografie und Drogen gesagt wird, schlussendlich ist es einfach ein Medium. Es ist ein Markt wie jeder andere, wenn auch ein Schwarzmarkt. Aber es ist einfach ein Medium. Ich sehe es als etwas sehr Positives, sofern man sich an seine eigenen Prinzipien hält. Ich suche nicht nach Pornos oder Glücksspielen, weil sie mich nicht interessieren. Aber Auftragskiller? Vielleicht. Ich war sauer, weil ich ein bestimmtes Produkt nicht dort kaufen konnte, wo ich wollte. Ich habe im Internet gesucht und den Tor-Browser gefunden. Ich öffnete ihn und sah mich um. Es ist eine faszinierende Welt. Da gibt's ein Pulver, mit dem man Hasch selber machen kann. Das machen viele. Kokain? Auch Kokain. Ärzte verschreiben Ritalin. Wieso sollte man Kokain also illegal bestellen? Das macht dich wütend? Dafür gibt es keinen Grund. Es ist eine Plattform. Sie bieten einfach ihre Waren an. Lilly war natürlich kaum die Art Person, die ich geglaubt hatte zu treffen. Sie sah mehr wie eine Freundin meiner Mutter aus, als wie jemand, der im Darknet surfte. Aber ehrlich, macht es dir keine Angst? Beängstigend ist, was man damit tun kann. Man kann schlimme Dinge damit tun, das stimmt. Aber das Darknet an sich ist nicht beängstigend. Ich bin eher skeptisch Menschen gegenüber, die meinen, es gibt keinen Grund, Angst zu haben. War das Darknet wirklich nur das Schwarzmarkt-Äquivalent von eBay? Technologien haben immer zwei Seiten. Es kommt darauf an, wie man sie verwendet. 3D-Drucker zum Beispiel. Roy Cesana hatte eine 3D-Waffe gedruckt. Das Modell hatte er aus dem Darknet heruntergeladen. Die Waffe hat er dann auf eine Kundgebung eines israelischen Politikers geschmuggelt. Das Witzige daran, sagte er, war die Tatsache, dass alle einfach nur zuschauten. Die Entwicklung der schnellen und personalisierten Herstellung ist drastisch. Im Englischen nennt man es Rapid Manufacturing. In der Vergangenheit konnte man gewisse Dinge nur in riesigen Fabriken herstellen, die einige Millionen Dollar kosteten. Heute kann jeder diese Maschinen zu Hause haben. Angebote, Politiker zu töten. 65.000 für den Mord an einem Journalisten? Mehr bin ich nicht wert? Die Welt steht offen. Nichts kann einen aufhalten. Kein Recht, keine Ordnung, keine Gerechtigkeit, nichts. Deshalb ist Tor gefährlich, sehr gefährlich. Drogen und Waffen bewegten sich jedoch nur am seichten Rand des Darknet Pools. Es gab jede Menge Gruppen und Foren für Menschen mit düsteren Bedürfnissen. Die Neonazis hatten ihre eigene Ecke. Dann waren da die Typen, die auf Tierquälerei stehen. Snuff-Filme. Pädophile. Das Bizarrste, über das ich gestolpert bin? Das Cannibal Café. Serving humanity. Ernsthaft?
Ich habe Polizisten getroffen, die sich verzweifelt die Haare rauften. Wir wissen nicht, was wir mit dem Zeug tun sollen. Ein Albtraum. Ein virtuelles Sodom und Gomorra. Oh ja, es sah nach einem Albtraum aus. Wenn sich die Regeln des Spiels änderten, was tat dann die Polizei, um dem nachzukommen? Hatte sie überhaupt eine Chance? Okay, erzählen. Mich interessiert, wie das Darknet die Kriminalität verändert hat. Das Gesicht der Kriminalität hat sich verändert. Die Kriminalität verlagert sich von der physischen in die Online-Welt. Und warum? Ganz einfach. Weil die Leute denken, dass sie online anonym sind und Verbrechen begehen können, ohne gefasst zu werden. Wenn du ins Darknet gehst, und ich nehme an, dass du das schon getan hast, findest du Menschen, die XYZ kaufen wollen. Es ist aber illegal, das meiste davon zu besitzen oder zu verkaufen. Egal ob Drogen, Waffen, Kinderpornografie oder bestimmte Dienstleistungen. Von Computerviren und Hackern bis hin zu Auftragsmördern. Die Liste der Cyberbedrohungen ging weiter und ich fragte mich, ist es an sich schon ein Verbrechen, seine Identität online zu verbergen? Dieses Thema der Anonymität, sehen Sie es als etwas Schlechtes, etwas Gutes oder ist es Ihnen gleichgültig? Unser Job ist es, das Gesetz durchzusetzen. Die Aufgabe der Gesetzgeber ist es, gesellschaftliche Normen festzulegen. Ich finde, es steht mir nicht zu, zu bestimmen, ob eine Person anonym bleiben darf. Anonymität lässt die Menschen denken, dass sie Verbrechen begehen können, ohne gefasst zu werden. Und das finde ich falsch. Und es stimmt auch nicht. Ist es also nur Wunschdenken anzunehmen, dass wir online auch nur irgendetwas verbergen können? Kann die Polizei wirklich jeden, der sich im Darknet versteckt, finden? Ich musste lange suchen und einige unangenehme Fragen stellen, bis ich jemanden aus der digitalen Unterwelt fand, der bereit war, sich mit mir zu treffen. Aber wo konnten wir uns treffen? Vielleicht hatte ich zu viele Filme gesehen, aber eine verlassene Lagerhalle wirkte irgendwie angemessen. Wenn ein Terrorist reicht, um uns hysterisch zu machen, dann reichten 19 Terroristen, um die Welt in Aufruhr zu versetzen. Wenige Monate nach dem 11. September hat der US-Kongress den Patriot Act erlassen und die NSA begann mit Massenüberwachungsprogrammen, die sie schon seit Jahren wollte. Ich nehme die Bedrohung, die der Terrorismus darstellt, ernst. Ich denke, das tun wir alle. Erst nach einem Jahrzehnt deckte Snowden auf, dass die NSA nicht nur Terroristen überwacht hatte. Sie hatte das auch bei Millionen unschuldiger Amerikaner getan. Ich finde es wirklich unehrlich, dass die Regierung Programme rechtfertigt, die uns nicht bewiesenermaßen beschützen, uns aber Freiheiten kosten, die wir eigentlich nicht aufgeben müssten. Als ich in die USA kam und mit den Menschen über Snowden sprach, haben viele nur gemeint, was erwartest du? Natürlich tut die Regierung das. Natürlich beobachten sie uns. Ich finde das interessant. Auf der einen Seite gab es da diese Dateien, diese Dokumente, die wir nie zuvor zeigten, wie uns die Regierung ausspionierte. Und gleichzeitig zuckten die Amerikaner nur so mit den Schultern. Sie sagen, dass sie die Informationen wollen, weil es gut für einen ist. Da gibt es aber ein Problem. Erstens, sammeln sie einfach alles, was sie können, weil sie es können. Und ehrlich, wenn man in der Regierung ist, diese Art Beruf ausübt, dann stehen die Chancen sehr gut, dass man eine Tendenz zur Kontrolle hat, psychologisch gesehen. Sie mögen Kontrolle. Sie wollen denken, etwas Schlimmes könnte passieren, wenn wir das nicht kontrollieren. Aber es kann immer etwas Schlimmes passieren. Wenn das der Maßstab ist, dann gibt es keine Grenzen. Aus internen NSA-Memos geht hervor, dass die US-Regierung und die NSA begonnen hatten, Material in Umlauf zu bringen, das zeigt, wo die Schwächen mancher Menschen liegen. Nicht von Terroristen, sondern von muslimischen Predigern. Wenn sich die Regierung mit den Schwächen muslimischer Prediger beschäftigt, auf einen zeigt und sagt, der sieht sich im Internet Pornos an, dann hat die Regierung plötzlich einfach so die Macht, den Ruf und die Glaubwürdigkeit eines jeden zu ruinieren, mit dessen Meinungen sie nicht konform gehen. I have a dream that one day this nation will rise up.
Vielleicht würden sogar die wichtigsten Prediger wie Martin Luther King darüber stolpern, der übrigens seine Frau betrog und Gras rauchte. Wenn er heute am Leben wäre und versuchen würde, dieselbe Bürgerrechtsbewegung für Schwarze in Amerika wieder in Gang zu setzen, die Regierung könnte ihn ganz einfach ausschalten. Und wenn das bei jedem einfach so passieren kann, was passiert ist, dass das ganz einfach nicht passieren darf. Wenn ein Terrorist reicht, um uns hysterisch zu machen, dann reicht 19 Terroristen, um die Welt in Aufruhr zu versetzen. Wenige Monate nach dem 11. September hat der US-Kongress den Patriot Act erlassen und die NSA begann mit Massenüberwachungsprogrammen, die sie schon seit Jahren wollte. Ich nehme die Bedrohung, die der Terrorismus darstellt, ernst. Ich denke, das tun wir alle. Erst nach einem Jahrzehnt deckte Snowden auf, dass die NSA nicht nur Terroristen überwacht hatte. Sie hatte das auch bei Millionen unschuldiger Amerikaner getan. Ich finde es wirklich unehrlich, dass die Regierung Programme rechtfertigt, die uns nicht bewiesenermaßen beschützen, uns aber Freiheiten kosten, die wir eigentlich nicht aufgeben müssten. Als ich in die USA kam und mit den Menschen über Snowden sprach, haben viele nur gemeint, was erwartest du? Natürlich tut die Regierung das. Natürlich beobachten sie uns. Ich finde das interessant. Auf der einen Seite gab es da diese Dateien, diese Dokumente, die wir nie zuvor zeigten, wie uns die Regierung ausspionierte. Und gleichzeitig zuckten die Amerikaner nur so mit den Schultern. Sie sagen, dass sie die Informationen wollen, weil es gut für einen ist. Da gibt es aber ein Problem. Erstens, sammeln sie einfach alles, was sie können, weil sie es können. Und ehrlich, wenn man in der Regierung ist, diese Art Beruf ausübt, dann stehen die Chancen sehr gut, dass man eine Tendenz zur Kontrolle hat, psychologisch gesehen. Sie mögen Kontrolle. Sie wollen denken, etwas Schlimmes könnte passieren, wenn wir das nicht kontrollieren. Aber es kann immer etwas Schlimmes passieren. Wenn das der Maßstab ist, dann gibt es keine Grenzen. Aus internen NSA-Memos geht hervor, dass die US-Regierung und die NSA begonnen hatten, Material in Umlauf zu bringen, das zeigt, wo die Schwächen mancher Menschen liegen. Nicht von Terroristen, sondern von muslimischen Predigern. Wenn sich die Regierung mit den Schwächen muslimischer Prediger beschäftigt, auf einen zeigt und sagt, der sieht sich im Internet Pornos an, dann hat die Regierung plötzlich einfach so die Macht, den Ruf und die Glaubwürdigkeit eines jeden zu ruinieren, mit dessen Meinungen sie nicht konform gehen. I have a dream that one day this nation will rise up. Vielleicht würden sogar die wichtigsten Prediger wie Martin Luther King darüber stolpern, der übrigens seine Frau betrog und Gras rauchte. Wenn er heute am Leben wäre und versuchen würde, dieselbe Bürgerrechtsbewegung für Schwarze in Amerika wieder in Gang zu setzen, die Regierung könnte ihn ganz gegen diese Leute, auch wenn das bedeutete, ein bisschen Privatsphäre einzubüßen. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit und gleichzeitig hundertprozentige Privatsphäre ohne jegliche Nachteile. And zero inconvenience. Manchmal werden wir uns entscheiden müssen. We're going to have to make some choices. Ich war in Washington und sprach mit etlichen Politikern. Das war direkt nach den Anschlägen in Paris und vor dem Attentat in San Bernardino in Kalifornien. Viele Politiker sagten, das Darknet ist schuld, Tor ist schuld, die Verschlüsselung ist schuld. Es gab viele Berichte darüber, wie die Attentäter von Paris miteinander und mit der IS-Führung im Iran. Wie soll ich es zusammenfassen? Angst kann ein irreführendes Gefühl sein. Was aus der Ferne beängstigend aussieht, ist es aus der Nähe betrachtet oft gar nicht. Dinge machen uns Angst, weil wir darauf konditioniert sind. Menschen mit Masken, dunkle, unbekannte Orte. Pass auf, dass nur der Container und ich im Bild sind. Die Aufgabe wirkte gar nicht so kompliziert. Schreibe 1500 Wörter über das Darknet.
Wie bin ich dann hier gelandet? Mit zwei Krypto-Anarchisten ohne Gesicht in einem nicht registrierten Container am Rande Berlins? Meine Finger filmst du nicht. Niemals. Hier möchte ich etwas bauen, das die gesicherten Sprachverbindungsstandards des US-Militärs verwendet, aber für jeden zugänglich ist. Man könnte dann ein kleines Gerät anstecken, mit dem Sprache auch über normale Telefonleitungen verschlüsselt wird. Wem würde so ein Chip helfen? Untergetauchten Terroristen oder Revolutionären in einer Diktatur? Als Jugendlicher habe ich 1984 gelesen. Auf gewisse Weise war Orwell ein Visionär, aber gleichzeitig sehr optimistisch, weil er die Entwicklungen, die es gerade gibt, gar nicht vorhersehen konnte. Aus technologischer Sicht ist es also schon viel schlimmer. Das führt dazu, dass die Gesellschaft ein absoluter Überwachungsstaat ist. 1984 wurde ich geboren. Das da bin ich. Es war das Jahr, das Orwell als den Anfang vom Ende unserer Privatsphäre vorausgesehen hat. Eine Welt, in der Big Brother ständig zusieht. Dem aber hat niemand allzu viel Beachtung geschenkt. Schließlich war es dasselbe Jahr, in dem Macintosh den ersten Computer in die Wohnzimmer der Welt brachte. Nach außen hin hat man all diese Freiheiten. Man darf anziehen, was man will, tun, was man will, man kann schwul sein. Das ist alles okay. Wir sind freie Menschen. In früheren totalitären Systemen war den Menschen viel bewusster, dass sie nicht frei waren. Und heute ist man ist dieser glückliche Konsument, der sich all die Filme auf Netflix ansehen kann, aber sobald man wirklich versucht, das System ein bisschen zu verändern, wird man angegriffen. Und alle sagen nur, was ist dein Problem? Like mich auf Facebook. Wenn wir zu Hause vor unseren eigenen Computern sitzen, sind wir in einer Umgebung, die wir normalerweise mit Privatsphäre verbinden. Aber eigentlich rufen wir alles einfach laut in die Welt hinaus. Ohne uns selbst zu schützen, haben wir unseren privaten Lebensraum für die Welt geöffnet. Und deshalb sage ich, seid vorsichtig. Das, was du hier tust, würdest du nicht tun, wenn es dir wirklich bewusst wäre, weil du so in keinem anderen Bereich deines Lebens agierst. Ich habe nie wirklich auf Privatsphäre geachtet. Wenn ich eine App auf meinem Handy öffne, denke ich nicht darüber nach, wo die Daten landen könnten. Facebook, Google sind Überwachungssysteme. Wann immer man ein Produkt verwendet, das nichts kostet, muss die Firma trotzdem irgendwie ihre Angestellten bezahlen. Das bedeutet also, dass du gar nicht wirklich der Kunde bist, denn du bezahlst sie nicht. Du bist das Produkt. Ich werde nicht aufhören, Facebook zu verwenden. Ich werde nicht aufhören, Google zu verwenden. Nicht, bevor sie anfangen, Menschen zu verfolgen und zu töten. Die Vorstellung, dass meine Generation plötzlich aufhört, soziale Medien zu verwenden, wirkte ein bisschen verrückt. Diese Ansicht teilten auch meine Freunde. Ja, es ist beschissen, wenn man nicht einfach sagen kann, was man will. Ich denke, ich habe es akzeptiert, dass ich überwacht werde. Ich mache nichts Illegales. Nicht im Internet. Wenn ich nichts zu verbergen habe, wieso sollte ich dann Angst haben? Ich überlege gerade, ob ich etwas zu verbergen habe. Deine Privatsphäre wird nicht in dem Moment verletzt, in dem jemand ein Foto von dir macht und es online postet. Sie wird in dem Moment verletzt, in dem jemand an diesen Fotos Interesse hat und sie speichert. Das ist das Vergehen. Wenn jemand deine Daten nimmt und sie speichert, weil er vielleicht Verwendung dafür hat. Und dieses bedrohliche Vielleicht haben wir alle im Unterbewusstsein. Jeder tut falsche Dinge. Vielleicht betrügst du deine Frau oder du warst bei einer Party betrunken und es gibt da dieses Foto von ihr. Und diese Information kann dann verwendet werden, um entweder ein Gesetz durchzusetzen, das davor nicht durchgesetzt wurde, oder um dich öffentlich zu erpressen. Wenn man keine Privatsphäre hat, keine Anonymität. Ich musste lange suchen und einige unangenehme Fragen stellen, bis ich jemanden aus der digitalen Unterwelt fand, der bereit war, sich mit mir zu treffen. Aber wo konnten wir uns treffen? Vielleicht hatte ich zu viele Filme gesehen, aber eine verlassene Lagerhalle wirkte irgendwie angemessen.
Ich bin eine sehr normale Person, das stimmt. Alt genug, um Großmutter zu sein. Dass das Darknet düster ist und all das, was über Pornografie und Drogen gesagt wird, schlussendlich ist es einfach ein Medium. Es ist ein Markt wie jeder andere, wenn auch ein Schwarzmarkt. Aber es ist einfach ein Medium. Ich sehe es als etwas sehr Positives, sofern man sich an seine eigenen Prinzipien hält. Ich suche nicht nach Pornos oder Glücksspielen, weil sie mich nicht interessieren. Aber Auftragskiller? Vielleicht. Ich war sauer, weil ich ein bestimmtes Produkt nicht dort kaufen konnte, wo ich wollte. Ich habe im Internet gesucht und den Tor-Browser gefunden. Ich öffnete ihn und sah mich um. Es ist eine faszinierende Welt. Da gibt's ein Pulver, mit dem man Hasch selber machen kann. Das machen viele. Kokain? Auch Kokain. Ärzte verschreiben Ritalin. Wieso sollte man Kokain also illegal bestellen? Das macht dich wütend? Dafür gibt es keinen Grund. Es ist eine Plattform. Sie bieten einfach ihre Waren an. Lilly war natürlich kaum die Art Person, die ich geglaubt hatte zu treffen. Sie sah mehr wie eine Freundin meiner Mutter aus, als wie jemand, der im Darknet surfte. Aber ehrlich, macht es dir keine Angst? Beängstigend ist, was man damit tun kann. Man kann schlimme Dinge damit tun, das stimmt. Aber das Darknet an sich ist nicht beängstigend. Ich bin eher skeptisch Menschen gegenüber, die meinen, es gibt keinen Grund, Angst zu haben. War das Darknet wirklich nur das Schwarzmarkt-Äquivalent von eBay? Technologien haben immer zwei Seiten. Es kommt darauf an, wie man sie verwendet. 3D-Drucker zum Beispiel. Roy Cesana hatte eine 3D-Waffe gedruckt. Das Modell hatte er aus dem Darknet heruntergeladen. Die Waffe hat er dann auf eine Kundgebung eines israelischen Politikers geschmuggelt. Das Witzige daran, sagte er, war die Tatsache, dass alle einfach nur zuschauten. Die Entwicklung der schnellen und... Parallel Nepolis steht für Mittel und Wege, unsere Freiheiten gegen autoritäre Tendenzen in politischen und sozialen Einrichtungen zu beschützen. Es tut mir leid, du darfst diese Leute nicht fotografieren, okay? Als ich die Hacker-Konferenz betrat, hatte ich absolut keine Ahnung, was gleich passieren würde. Ich drehte sogar eine Runde um den Block, bevor ich das Gebäude betrat. Und als ich endlich ein paar Teilnehmer fand, die bereit waren, vor der Kamera zu sprechen, taten sie das nur unter... ...gespeichert, weil er vielleicht Verwendung dafür hat. Und dieses bedrohliche Vielleicht haben wir alle im Unterbewusstsein. Jeder tut falsche Dinge. Vielleicht betrügst du deine Frau oder du warst bei einer Party betrunken und es gibt da dieses Foto von dir. Und diese Information kann dann verwendet werden, um entweder ein Gesetz durchzusetzen, das davor nicht durchgesetzt wurde, oder um dich öffentlich zu erpressen. Wenn man keine Privatsphäre hat, keine Anonymität, dann hat man immer Angst, dass jemand irgendetwas sehen könnte. Jemand, der einen entweder körperlich schädigen oder schlechte Dinge über einen verbreiten oder einen blamieren könnte. Scham ist bei Menschen so etwas wie eine Massenvernichtungswaffe. Was müssen wir also tun, um unsere Freiheit zu wahren? Masken tragen? Während dieser 3D-gedruckten Modeschau dachte ich darüber nach, wie paradox es ist zu denken, dass wir nur im Verborgenen wirklich frei sein können. Besonders im Westen, wo wir so daran gewöhnt sind, alles preiszugeben. Ich war während des arabischen Frühlings in Kairo, zur selben Zeit, als Shira Frankel über die dramatischen Ereignisse dort schrieb. Jetzt schreibt sie für BuzzFeed über Verschlüsselungstechnologien wie Tor. Im Westen haben wir diese Vorstellung, dass das Dark Web dunkel und böse ist, während es im Rest der Welt gar nicht Darknet genannt wird und auch nicht als diese Brutstätte des Bösen betrachtet wird. Es wird als Ort gesehen, an dem Informationen frei und sicher ausgetauscht werden können. Ich habe Aktivisten in Ländern in Afrika und im Nahen Osten getroffen, die es als einen ihrer letzten Zufluchtsorte sehen. Und wenn ich ihnen sage, dass es in den USA das Darknet genannt wird, dass Politiker es so nennen, dann lachen sie. Sie finden das verrückt. Sie sagen, aber dort sind wir sicher, dort reden wir. Dort kann ich selbst und trotzdem sicher sein. In großen Teilen der Welt reicht es aus, online man selbst zu sein und verhaftet zu werden. Für diese Menschen, die wissen, dass sie online nicht sicher sind, wenn sie einfach E-Mails schreiben oder Facebook-Gruppen beitreten. Für sie können Verschlüsselungstechnologien zum Lebensretter werden.
Ich konnte das Bedürfnis nach dem Darknet in diktatorischen Regimes verstehen. Aber Freiheit ist doch ein wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaften, oder nicht? Wir befinden uns heute an einem Scheideweg zwischen zwei konkurrierenden Regierungssystemen. Einerseits das, in dem der Big Brother das Leben der Bürger kontrolliert, und auf der anderen Seite die Herrschaft der Massen. Die Regierung versucht, ihre Bürger und sich selbst zu schützen. Um das zu tun, muss sie die Bedrohung durch die Wölfe, die Bösen, die Terroristen aufhalten. Die, die die Regierung mit Gewalt zu Fall bringen würden. Und von Zeit zu Zeit jene, die das ohne Gewalt tun würden. Tagahalle wirkte irgendwie angemessen. Ich bin eine sehr normale Person, das stimmt. Alt genug, um Großmutter zu sein. Dass das Darknet düster ist und all das, was über Pornografie und Drogen gesagt wird, schlussendlich ist es einfach ein Medium. Es ist ein Markt wie jeder andere, wenn auch ein Schwarzmarkt. Aber es ist einfach ein Medium. Ich sehe es als etwas sehr Positives, sofern man sich an seine eigenen Prinzipien hält. Ich suche nicht nach Pornos oder Glücksspielen, weil sie mich nicht interessieren. Aber Auftragskiller? Vielleicht. Ich war sauer, weil ich ein bestimmtes Produkt nicht dort kaufen konnte, wo ich wollte. Ich habe im Internet gesucht und den Tor-Browser gefunden. Ich öffnete ihn und sah mich um. Es ist eine faszinierende Welt. Da gibt's ein Pulver, mit dem man Hasch selber machen kann. Das machen viele. Kokain? Auch Kokain. Ärzte verschreiben Ritalin. Wieso sollte man Kokain also illegal bestellen? Das macht dich wütend? Dafür gibt es keinen Grund. Es ist eine Plattform. Sie bieten einfach ihre Waren an. Lilly war natürlich kaum die Art Person, die ich geglaubt hatte zu treffen. Sie sah mehr wie eine Freundin meiner Mutter aus, als wie jemand, der im Darknet surfte. Aber ehrlich, macht es dir keine Angst? Beängstigend ist, was man damit tun kann. Man kann schlimme Dinge damit tun, das stimmt. Aber das Darknet an sich ist nicht beängstigend. Ich bin eher skeptisch Menschen gegenüber, die meinen, es gibt keinen Grund, Angst zu haben. War das Darknet wirklich nur das Schwarzmarkt-Äquivalent von eBay? Technologien haben immer zwei Seiten. Es kommt darauf an, wie man sie verwendet. 3D-Drucker zum Beispiel. Roy Cesana hatte eine 3D-Waffe gedruckt. Das Modell hatte er aus dem Darknet heruntergeladen. Die Waffe hat er dann auf eine Kundgebung eines israelischen Politikers geschmuggelt. Das Witzige daran, sagte er, war die Tatsache, dass alle einfach nur zuschauten. Die Entwicklung der schnellen und personalisierten Herstellung ist drastisch. Im Englischen nennt man es Rapid Manufacturing. In der Vergangenheit konnte man gewisse Dinge nur in riesigen Fabriken herstellen, die einige Millionen Dollar kosteten. Heute kann jeder diese Maschinen zu Hause haben. Einen 3D-Drucker, mit dem man eine Waffe drucken kann, hat man zu Hause. Aber nicht jeder kann einfach so eine Waffe drucken. Man muss das Modell irgendwo runterladen. Und woher kommt es? Aus dem Darknet. Hat man es einmal heruntergeladen, kann man es sich am Bildschirm ansehen und dann nach Belieben den Bolzen hierhin und den Abzug dahin geben und so eine etwas bessere Waffe gestalten. Hier ist das untere Verschlussgehäuse. Es hat keine Seriennummer und es gibt keinen Background-Check. Und wenn jemand eine wirklich bessere Waffe geschaffen hat, wird er sie